fertig werden, ja. Gell? Zieh nur fest an! Zieh fest an, hab ich gesagt! Hast denn du überhaupt keine Kraft, keine Schmalz in deine Arme? Ja, mei, jetzt ist er nicht so stark als wie du. Das kommt nur davon, weil du nur lauter Mannsbutter im Kopf hast. Ja, du wirst das früher auch nicht anders gemacht haben. Wie ich noch so jung war wie du. Das ist aber schon lang her. Da hab ich noch nicht einmal gewusst, wie überhaupt ein Mannsbild ausschaut. Geht zu. Du wirst früher auch keine Heilige gewesen sein. Sonst darfst du nicht immer jammern, dass der Bauer nicht die Nummer hat. Ja, und das war eine Gemeinheit. Mei, wie dem Bauern seine erste Frau gestorben ist, gell? Am ganzen Tag hat's bloß geheißen, zieht sie hin und zieht sie vorn. Scheißerl wichtig hat er's gehabt mit mir. Und dann? Dann hat er deine ältere Schwester geheiratet. Genau. Da hat ihm halt dann die Kathi besser gefallen. Die Kathi besser gefallen. Den ganzen Tag hat sie ihm schöne Augen hingemacht und nur nach seinem Willen hat sie ihm gekriegt. Mei, auf sowas fliegen halt die Mannsbilder. Naja, jetzt hat sie's. Jetzt ist er ihr zu alt. Naja, ich hätte ihr ja gleich sagen können. Ach, bei mir hätt's der Bauer so schön gehabt. Jetzt red nicht immer so respektlos von der Bäuerin. Ist ja wahr. Jetzt hörst du's. Macht's halt schon wieder kein was. Immer die Geheime da. Lass mir mal in Ruhe. Immer das Gleiche, man kann ja nichts mehr recht machen. Ne? Und weißt du auch warum? Na natürlich, aber das hat sie auch gewusst, dass ich 25 Jahre älter bin wie sie und dass alles auf der Welt einmal ein Ende hat. Und dass man als Alter immer so rumspringen kann, das wird ein Junge. Herrschaft, ich tue ja sowieso, was ich kann. Ne? Und das ist ja auch noch zu wenig. Hm? Gott, jetzt red's halt nicht so dumm daher. Deswegen geht's doch auch nicht anders. Ja. Ja, und du, Schwager? Ja. Ja, dann nimm dich halt ein bisschen zusammen. Komm, du hast leicht reden, ne? Ja. Ja, was ist denn? Was ist denn? Was steckt denn da umeinander? Weiter, es wird Zeit, dass wir in die Kirche gingen. Was tust denn du da wieder? Das sich doch mit Pfeifen durch die Putzen, ne? Na, hast denn du keine andere Arbeit? Ja. Glaubst du, sie schmeißt deine alte Pfeife noch mal auf den Misthaufen? Und meinst du, dass dann sauberer wird? Was macht man bloß mit einem so einem Mannsbild? Ja. Nicht so blond da den halt. Halt dich doch du da rauf. Hättest du ihn halt mir lassen? Verschwind's jetzt auch schnell. Sag mal, Katerl, warum bist du denn immer so zwider mit mir? Ich tue dir doch nichts. Das stimmt. Hm? Ich war dir immer treu, gell? Naja, das hat ja keine große Anstrengung gekostet, gell? Ja, Schaft, immer musst du von demselben reden, ne? Bin immer in dem Alter, wo man seine Ruhe haben will, ne? Jakob, bitteschön. Wir sind erst 4 Jahre verheiratet. Ja? Ja, mein Lieber, du in dir, da habe ich mich schwer getäuscht. Gell? Schau den Klausner Bastian an. Ja. Der ist genauso alt wie du und seine Frau hat vor 2 Monaten das 7. Kind gekriegt. Manchem gibt's der Herr im Schlaf. Und was starten denn wir zwei mit 7 Kindern? Oh. Und jetzt lassen wir mal Ruhe. Ja. Lass mal Ruhe, sonst höre ich nichts mehr von dir. Ja. Wo willst du denn überhaupt hin? Ja. Gehst du nicht mit in den Kirchen? Nein, der Sagerer Sepp kommt und bringt seine Kuh. Die muss zum Stier. Ja. Es ist schon wirklich zum Lachen. Was? Ausgerechnet, wir haben einen Gemeindestier. Die ganze Dorf reißt schon Witz über uns. Ja gut, na der man halt weg, ne? Der Stier bleibt da. Dass die Leute noch mehr lachen über uns, oder was? Gut, dann bleib ich da. Dann bleibt er da, der Stier, ne? Herrschaftszeiten, Jakob, hast denn du keinen Funken eigenen Willen mehr? Was denn? Bist denn du überhaupt noch ein Mannsbild? Ich weiß nicht, ich hab schon lange nicht mehr nachgeschaut. Oh. Außerdem, in meinem Taufschein steht drin, männlichen Geschlechts. Hm?
ne? Ja. Ja. Gott sei Dank, dass du schwarz auf weiß hast. Sonst hat das kein Mensch mehr glaubt. Ja, das war so. Ja, grüß dich Gott, schöne Bayern. Ja, ja, ist schon recht. Schau her, da haben wir deine Schuhe wieder zusammengeflickt. Mhm, jetzt kannst du wieder da hinschwingen mit deinen zarten Fussel wie ein Engel. Ja, ja, ist schon wieder gut, ja. Gell. Ich hab mir eigentlich gedacht, du kommst und bringst das Geld zurück. Was denn für ein Geld? Das dir der Bauer geliehen hat. Du hast gesagt, im Sommer zahlst du es zurück. Okay. Ja. War das vielleicht heuer Sommer? 84 Pfennig da die Grün für die Reparatur. Geh weiter, Jakob, sei so gut, gib's ihm. Ja, ich gib's ihm. Und ich wünsch mir bloß, dass wir das nächste Jahr einen wunderschönen Sommer kriegen, gell? Zu was? Ja, dass du endlich einmal deine Schulden zahlst. Was denn? Da wollte ich mir nicht unter Temperament. Ja, da sagst du mir nichts Neues, ne? Das ist da wohl nicht recht. Aber was heißt nicht recht? Wenn man mal 60 ist, dann weiß man immer, was mit so viel Temperament anfangen soll, ne? 60 Jahre ist doch nicht zu alt. Ich bin auch nicht zu alt, aber sie ist zu jung. Aber daher weht der Wind. Was? Ja, ja, du hast es auch arg drin in deiner Jugend. Nein, ich höre doch auf. Da ist er da. Ja, die Pomaden, wo ich hinkomme, oder? Ja, mein, weiß es noch. Das Ammerl. Das Ammerl? Herrgott, das war der Samen und Teufel, gell? Und die Bertha. Die Bertha? Ne, Bertha hat ein bisschen geschirrlich, ne? Ja. Jetzt mal, wenn wir zwei geschmust haben, hab ich gemeint, hinter mir steht noch einer. Ja. Und die Zilli. Zilli hat ein bisschen einen kurzen Fuß gehabt. Ja, hat er nichts gemacht, dafür war der andere ein bisschen länger. Ja, das stimmt. Ja. Jesus, Jesus. Ja. Und die Reiter Maria. Reiter Maria. Oh, jetzt fällt mir ein, warum ich überhaupt gekommen bin. Warum denn? Rat einmal, wer mich gestern auf die Nacht noch besucht hat. Woher soll ich das wissen, wer denn? Der Toni. Der Toni? Ja. Was denn für Toni? Ja, der Reiter Toni, dein Bub. Bist denn du wahnsinnig, wenn das meine Alte hört, dass ich am Bumba, wo sie nicht beteiligt ist? Um Gottes Willen, der Teufel war los. Ist doch nicht so schlimm, du warst doch damals noch nicht verheiratet. Ja, das schon, aber was war er denn überhaupt da? Ja, auf der Durchreise ist er. Ja. Gestern Abend ist er mit dem letzten Zug gekommen. Ja. Da hat er bei mir, seinem Taufpaten, übernachtet. Aha. Und wo ist er jetzt? Ist er bei mir noch daheim und schlaft. Bei dir daheim? Wie ich das letzte Mal gesehen habe, da war das ungefähr um die 10 Jahre rum. Ja, ja, ja. Jetzt müsst ihr um die 30 sein, gell? 30 ist er benannt, ja. Fescher Kerl, hat sich sauber ausgewachsen. Sauber, Bursch. Der schaut dir runtergerissen gleich. Ja, mit der Schee, das kann nur von mir sein. Ja. Hast du dahinter so ein Beutel aus deiner Jugend? Ja, gerade so wirst du. Ja. Genau. Und gerade so wirst du damals ausgeschaut hast, so schaut er jetzt aus. So schaut er aus? Ja, bloß ein bisschen intelligenter. Ja, das hat er nicht von mir. Das hat er von seiner Mutter. Ja, aber sauber, was war ich für ein Bildhübscher Mensch? Und ein Schürzenjäger ist was, das. Was, ein Schürz? Was der mir für Geschichten erzählt hat. Hat er denn das hier? Das hat er von dir. Ah, das hat er von mir, so. Ja, ja. Da würde ich gern wieder einmal sehen. Ne? Ja, also ist ja kein Problem, dann bringen heute halt ja noch mit rüber. Bist du wahnsinnig, das ist ja viel zu gefährlich. Das macht doch nichts. Wenn wirklich wer dazukommt, dann sagen wir einfach, der gehört zu mir. Ja, das schon, aber diese verblüffende Ähnlichkeit, ne? Sagt er doch, der schaut intelligenter. Na, wird schon. Wenn jetzt mein Katerl noch mal so einen Burm gekriegt hat, mein Lieber, da hätte ich ein schönes Leben, ja, da, mein das Lieber. Glaub ich, ja, das. Da müssen wir halt zum heiligen Flavinius zum Wallfahrten gehen. Tja. Der soll ja nach der Sage mit 100 Jahren ein junges Mädel geheiratet haben. Ja. Und aus dieser Ehe sind 25 Kinder entsprungen. Ach, hör auf. Ja. Wann hat noch der gearbeitet? Sagt er, dass der 100 Jahre alt war? Ja. Na, damals hat man auch mit 100 Jahren schon in der Rente sein können. Das war? Ja, aber komm, jetzt auf mit den Mann. Also mich, wenn du wieder jung machen könntest, dann da er dir zahlen, was du machst. Ja, das kann mal das, wenn ich könnte. Ja, ja. Könnt ihr mal schon erst rein am Nagel hängen. Alt sein ist ja nicht schlimm, aber nicht mehr jung sein, das ist bitter. Ja, ja, ich glaub das. Ich würde dir gern helfen, wenn ich noch gerade wisset, wie. Ja, aber sie. Ja, herein. Grüß Gott, Frau Lehrer. Ja. Was
verschafft mir die Ehre. Ja, ich komme zu deiner Frau. Ich möchte dir bloß die Zeitung bringen. Ja, gell? Aha, ja. Weil da stehen ja nämlich immer so interessante Sachen drin. Ja, ja. Und sie liest halt so gern. Ja, ja, gell? Ja, ja. Wo ist denn deine Frau? Im Schlafzimmer ist drin. Ach ja, dann wäre ich jetzt hinein. Übrigens, halt, da steht ein ganz interessanter Artikel drin. So. Ja, über eine neue Verjüngungskur. Was? Verjüngungskur? Was ist denn das? Ja. Das ist so ein Verfahren und da wird einem Moment einmal, wie heißt jetzt das wieder? Ach ja, ein Hormon eingeimpft. Hormon? Mhm. Was ist denn das? Vielleicht eine Harmonika. Ein Hormon, das ist ein Präparat aus Affendrüsen. Ja. Von einem Affen? Ja, oder von einem Schaf, ich weiß das auch nicht mehr so. Frau Lehrer, Affe oder Schaf, da dreht doch die Hand nicht um. Also auf alle Fälle wird dem Betreffenden, wenn das ihm eingeimpft wird, der wird sofort um 20 oder 30 Jahre jünger. Das ist ja her. Und dabei sei er zu einem Affen. Das weiß ich nicht, aber wenn Sie mehr und genaueres darüber wissen wollen, müssen Sie halt den Herrn Pfarrer fragen. Was, den Herrn Pfarrer? Ja, ist der mit sowas einverstanden? Der lacht ja bloß drüber. So. Ach, na, der sagt, unser Herrgott lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen. Ja, also, jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ja, ging es nicht, Frau. Ja. Ist recht, ging es nicht. Ja, was sagst du jetzt da dazu? Ich glaub nicht dran. Ja, du nicht, aber die anderen glauben dran. Wie meinst du das? Dabei ist mir eine Erleuchtung gekommen, wie ich dir helfen kann. So, ja, wie denn? Ja, die Erleuchtung kostet aber 50 Mark. Na, 50 Mark? Ja. Na, so eine teure Beleuchtung brauche ich nicht. Na, dann erlischt halt die Erleuchtung wieder. Was, Marco, du bist ja ein Luder. Also, um was geht's? Ja, kannst du das merken, dass man 50 Mark schon? Nein, das kann ich mir nicht merken. Gut, dann schreiben wir es auf. Na ja, also. Eine Erleuchtung? Ja. 50 Mark. Gut, also, was also, ist das für eine? Du lass dich verjüngen. Ich? Nein. Das würde so passen. Ich lass mir doch von keinen Affen was nicht spritzen, oder? Zum Schluss hupfe ich von einem Baum zum anderen. Als würde der Tarzan im Loben machen. Nein, nicht so. Ja? Ich weiß, ob dir ein Affe überhaupt noch helfen kann. Na, sei so gut. Also, selbst ist der Affe. Was? Selbst ist der Mann. Ja? Verstehst? Also, die Frau bildet sich doch ein, dass sie besser dran wäre, wenn du wieder jung wärst. Ja, das bildet sich ein. Eben. Hm? Und aus dieser Einbildung müsst man es kurieren. Aber wie? Indem, dass du jung wirst. Hm? Und dich in deiner Jugend so aufführst, dass sie sich sehnlichst wünscht, dass du wieder alt wärst. Das ist alles schön und gut, aber die Impferei mache ich nicht mit. Braucht's ja gar nicht. Für dich wird ein anderer jung. Was? Jetzt spinnst du aber komplett, oder? Also, pass auf. Du sagst zu deiner Frau, dass du ihr zuliebe die Verjüngungskur mitmachst. Ja. Fährst sozusagen in die Stadt rein, zum Doktor. Aha. Und am anderen Tag kommt für dich ein anderer wieder zurück. Ein anderer? Ja, wer denn? Der Toni. Der Toni? Ja. Ja, das glaubt meine Frau nie, dass ich als ein anderer wieder heimkomme. So ein anderer bist du auch wieder nicht. Was? Nicht, wenn sie dich um 30 Jahre verjüngen lässt, dann kannst du nicht wieder so ausschauen wie jetzt. Ja, der scheitert doch runtergerissen gleich. Ja, der stimmt schon. Ja, eben. Und der zieht dein Gewand an, nimmt die Brieftaschen von dir und tut den Ehering hin. Ja. Ja. Ja, das ist alles schön und gut, aber es gibt gewisse Dinge, die wo der Toni nicht wissen kann. Das ist ja kein Problem, das sagst du ihm halt einfach. Was? Oder es ist vielleicht ein bestimmtes Fleckerl oder ein Muttermal an einer bestimmten Stelle, das nicht für jedermann zugänglich ist. Sie hat. Das ist ja großartig. Wenn der Toni das Fleckerl kennt, nicht wahr, dann kann sie gar keinen Zweifel mehr haben, dass das du bist. Na ja. Ich geh jetzt noch gleich rüber und hol ihn rüber. Ja. Dann kannst du mit ihm selber reden und. Ja. Musst du dir ein bisschen was springen lassen. Was werden das kosten? Ja, sagen wir mal, für einen Buben 100 Mark. Was? Ja, und die 300 Mark, die da ich schuldig bin, die schenken dir. Ah. Lieber, das ist für eine teure Kuh, das sagen wir dir. Können sie auch bleiben lassen. Na ja, jetzt kommt jetzt eine teure Kuh von mir raus. Ne? Ja. Und du musst das hier alles mitmachen. Frau, der Toni führt sich in deiner Jugend so auf, dass sich deine Kathi sehnlichst wünscht,
dass du niemals so jung warst. Aber das sag ich gleich, meine Kathi muss ich in Ruhe lassen. Dann, gell? Ja. So weit darf die Kur nicht gehen. Nein, da kannst du dich auf den Toni verlassen. Ja, das Fleckerl geht ihm nichts an auf deiner Frau. Aber jetzt hol ich den Toni. Also alles klar, aber der ist mir gefallen. Ja. Und der ist durch den Stall da, damit euch nimmt sie. Ist schon richtig, genau. Ja. Für die Gute dabei. Ja, Herrgott, war ich ein sauberer Bursch, jetzt muss man hier. Na ja, grüß dich. Frau Lehrer, gehen wir doch gleich mit der anderen Kirche. Ja. Na, was ist hier? Gehst du nicht mit in die Kirche? Nein, ich muss daheim bleiben, einer muss das Haus hüten. Ne? Ja, freilich, hast du auch wieder recht. Einer muss ja drauf aufpassen. Genau. Ne? Ist auch gescheiter, er bleibt daheim. Ja, wenn ich ein junger Mann wäre, darfst du mich schon mitnehmen in die Kirche, gell? Ja, ein Mutter muss dich halt verjüngen lassen. Was? Du, Jakob, das gibt's zwar jetzt. Ja. Selbst der älteste Mann kann seine jugendliche Kraft wieder zurückgewinnen. Ja, so was Ähnliches hat mir Frau Lehrer schon erzählt. Ja, da steht ein Artikel drin. Geh weiter, lies es mal gescheit. Ja. Jetzt kommst du uns geht hier ohne uns an. Ja. Bett soll dem Vater unser für mich mitgehen. Betten? Ja. Das hilft doch bei dir nichts mehr. Ja. Na, das ist ja nicht Schmucker, ne? Aber Gott sei Dank, da ist draußen die Weiber. Ja, Herren! Grüß dich, Jakob! Grüß dich, Gott, ja, auch noch. Ist die Kirche? Nein, ich bin schon in der Frühmesse gewesen. Aber was schon? Bring dir bloß den Kalender wieder zurück, den du mir geliehen hast, weißt du, mit den schönen Geschichten. Hast du die Geschichte gelesen da? Vom heiligen Flavinius, hä? Du, der hat uns Mannsbilder ordentlich zu Ehren verholfen. Ja. Und dass dem ein bisschen nacheifern, habe ich das Gefühl. Mich steht, dass man die heilig spricht. Hä? Ich? Ja. Wieso? Na ja, was man so hört, jedes Jahr ein Kind, ne? 7 Jahre schon beieinander. Mein Grad hat mein Katerl gesagt, schau den Klaus noch an, der ist so alt wie du, der lässt nicht aus. Ne? Ja. Ob halt ich derjenige bin, der wo nicht auslässt, gell? Was? Wie meinst du das, ha? Ja, ich meine überhaupt nichts, gell? Aber man macht sich halt so seine Gedanken, gell? Weil wenn man nicht unbedingt an ein Wunder wie beim heiligen Flavinius glaubt, dann steigen da so gewisse Zweifel empor. Ja, du wirst nicht sagen wollen, dass deine Moni... Ja, ich will überhaupt nichts sagen. Man macht sich nur so seine Gedanken. Ja, also ganz wäre nicht schlau draus da. Ja, das wärst aus die Weiber nie. Du, pass auf. Ja. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass kein Mann auf der ganzen Welt mit Bestimmtheit sagen kann, dass er der Vater von seinem Kind ist. Na, jetzt hörst du aber auf. Ja. Das glaubst du doch nicht, oder? Es kann wahr sein oder auch nicht. Er kann's glauben. Kann's aber auch nicht glauben. Die Weiber können uns doch blöd machen nach Noten. Hast du vielleicht einen Verdacht? Ich will auch gar keinen haben. Na, also würde ich sagen, wenn ich also an deiner Stelle, würde ich schon ein bisschen nachforschen. Ne? Ja, zu was denn? Was? Warum denn? Wieso soll jetzt ausgerechnet ich der einzige Mann auf der Welt sein, der es mit Gewissheit weiß? Nein. Schau her. Ich leb doch mit meiner Moni in der schönsten Harmonie. Ja. Hab schönste Leben bei ihr. Ja. Kriegst beste Essen, ja. Kann fortgewinnen morgen. Und wenn sie sagt, ich bin der Vater, ja mein, da wäre ich doch, ich mein, was mir doch so gut geht bei ihr, da wäre ich doch blöd, wenn ich es nicht glaubt hätte. Ja, es kann wahr sein oder auch nicht. Also. Und was man nicht weiß, das macht er nicht weiß. Ja, also sag dir mal so. Wenn ich draufkomme, dass meine Kathi... Ja, geh her doch auf. Was? Schau her, über die Weiberleute wird viel zu viel gescheit. Hm? Das rentiert sich alles nicht. Ich glaube, vielleicht hast du recht. Ne? Ja, freilich habe ich recht. Ja. Und wenn du das einmal kapiert hast, dann lachst du auch bloß nicht drüber. Ob ich da lache da drüber, das glaube ich nicht. Ja, probier's. Wenn du da mal drüber stehst, dann lachst du schon. Ja. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Ja. Ich muss wieder über meinen Lahn herrichten, weil ich doch nach der Kirche noch ein bisschen aufsperre, gell? Ja, ja. Also. Dankeschön für den Besuch. Für dich, Jakob. Und dankeschön, dass du so am Flo ins Ohr gesetzt hast, gell? Ja. Eifersucht ist auch so eine Kinderkrankheit, gell? Ja.
Und mancher bleibt ein Kind bis ins hohe Alter. Ja, ja. Für die Jacke. Ja, für die Jacke. Weißt du, wenn ich mir dran denke, dass meine Katerl und der Toni und so, ich hätte mich doch nicht drauf einlassen sollen. Jakob, bist du da? Ja, ja, geht's rein, komm. Ich bin schon da, wo ist der Vater? Oh! Wo ist der Vater? Grüß dich Gott, Vater. Grüß dich Gott, Toni. Mein Lieber, ich hätte nicht geglaubt, dass wir uns in dem Leben noch mal sehen. Ja, ich auch nicht, aber weißt du, wenn man verheiratet ist, gell, dann mag man von der Vergangenheit nichts mehr wissen. Du kennst doch die Weiber. Ja, oder? Und wie ihre die Kinder. Ja, ich nehm's da auch nicht für übel, gell. Ja, aber sauber hast du rausgewachsen, ja, kann man sich sagen. Sag er doch, schaut er doch runtergerissen, ja, gell. Ja, ja, ja. Wirf du in deiner Jugend. Tatsächlich, da schon mal her. Ja, da schon her. Das gleicht ja bis aufs Haar. Ja. Wie man Toni schon gesagt, um was geht, der kennt sich raus. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß Bescheid. Ja. Das ist eine Mordsviecherei. Mhm. Und ich bin auch dabei. Und mich würde es freuen, wenn ich das fertig brächte, deine Frau zu kurieren. Gutchen, du weißt also, was du zu tun hast. Ja, alle Vater, ich werde dich würdig vertreten. Ja, ja, Moment, Moment. Aber nicht bei meiner Katze, gell? Das bitte mal. Vater, wo denkst du denn hin? Ja, 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 ihr seid junge Leute, ihr Temperament, du ein junges Blut. Also, wenn du das von mir glaubst, dann haben wir ausgeritten. Dann lassen wir es lieber bleiben. Wo? Was hat denn? Er den Flo ins Ohr gesetzt? Wir sind alles nur Menschen, im Mann, gell? Natürlich sind wir keine Affen. Ja, ja. Komm, sind wir hier. Also bleibt halt da, Herrschaft. Man wird doch noch drüber reden dürfen, oder? Kann ja sein, ich tue euch vielleicht Unrecht. Ne? Ja, gut, wenn es so redest, ist was anderes. Ja. Aber du, Vater, es muss ja alles seine Richtigkeit haben. Mhm. Deine Frau wird doch was merken wollen von der Verjüngungskur. Wo, wann, wie, wo? Moment, warte, wie denn? Du fragst vielleicht spaßig. Ich meine, wenn es auf Nacht Zeit ist, zum ins Bett gehen, was ja, machen wir da? Haben wir schon! Bett gehen, im Bett geht schon los, ne? Das heißt, da hier zwei Rindviecher. Du darfst natürlich keine Nacht daheim bleiben. Das ist doch gerade die Kur. Du musst zum Kartenspielen gehen, zum Kammerfenster, in die Wirtschaft und zum Tanzen, das Gefetzen fliegen. Aber nicht daheim bleiben. Ja. Und die Karte lass der Lohr daheim. Ja, ganz genau so muss ich machen. Keine Nacht daheim bleiben, gell? Nichts leichter wird das, gell? Ja. Also gut, dann gehst du wieder heim und ich hol dich dann, wenn ich dich schaue. Wieder da, was aussteigen hast. Du, Vater, wie ist denn das mit deinen 100 Weinen? Ja, das kriegst du. Simon, lass mich nicht zu lang warten, gell? Ja, mein Lieber, das wäre der Limbe im Himmel. Juhu! Geglaubt. Jetzt müssten wir es bloß noch der Karte bei dir. Ja, ich sag's ja nicht. Nee? Nein, ich rede vielleicht einen rechten Schmarrn daher. Naja, mir war's lieber, wenn es du hier so darfst. Ja, ich kann auch nicht so lernen, weißt du? Du meinst, ich kann besser lernen? Auf alle Fälle. Ja, meinetwegen, so ist es ja halt. Die Sache muss nicht ganz fein eingefädelt werden, damit es nichts merkt. Du bist doch der Fädler. So, jetzt waren wir wieder beim Beten. Ja, ja. Da war er schon, dass du nicht dabei warst in der Kirche. Mei, der Pfarrer hat schon predigt. Ja. Aha, hat er gepredigt, dass die Weiber, die ihre Männer so zitieren, im Fegfeuer braten müssen. Nein, das hat er nicht gepredigt. Nein. Er hat von der Ehe gepredigt. Da kann er gar nicht mitreden, weil er nicht verheiratet ist. Ja, und dann hat er gesagt, dass die Mannsbilder heutzutage nur noch nach dem Geld heiraten. Oder nach dem schönen Gesicht. Darum kriegst du keinen. Die Männer viel mehr auf das Herz achten würden. So viel hast du auch nicht. Aber für die hätt's gelangt. Was? Junge Weiner, Zilli, mach gleich essen, hä? Ja, das werden wir gleich haben. Ja, ich hab so einen Mordshunger. Ja, da schon her. Was? Bist du jetzt noch immer da? Nein. Ich bin schon wieder da. Und was verschafft uns die Ehre deines hohen Besuches? Ja, also weil das ist, ich hab, da war doch vorher die Frau Lehrer. Ich war da und die hat da sowas erzählt von einer Verjüngungskur. Genau, ja. Ja, und das hat mir jetzt keine Ruhe mehr lassen. Okay. Mhm. Möchtest du dich vielleicht verjüngen lassen? Nein, so viele Affen gibt's ja gar nicht. Ne? ein anderer. So? Ja. Wer denn? Dein Mann.
Jakob, du? Ja, ich, Katerl, damit du wieder einen jungen Mann hättest, da ich gar nicht so riskieren, gell? Was, Jakob? Was? Du willst wirklich? Ja, freilich, wo ich stundenlang habe ich ihn reingeredet, ja, wie in ein krankes Ross, ja, bis er endlich eingewilligt hat. Bis ich endlich eingewirrt habe. Eingewilligt habe, ja. Ja, und du meinst das ganz? Ja, freilich, ja, das. Ja, ja. Da sind schon ganz andere alte Heiter wie der Jung gemacht worden. Ja. Das kommt natürlich nur darauf an, wenn es recht ist, ne, Karl? Das ist Jakob. Wirst du gerade so frank und. Ja, Gott, wenn ich mir vorstelle, dass du wieder jung wärst. Ja, das war schön. Ja, freilich. Ja, wie jung meinst du, dass man machen kann? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Da müssen wir vielleicht ein Muster haben. Ja, ein Muster, Muster. Oder ein Bild, was du vielleicht sagst, schon her so. Ja. Schau, doch der Jakob und seiner Jugend da schon her. Ja. Was darfst du jetzt sagen, wenn man vielleicht so herrichten lassen? Ja, Jesus. Ja. Das war natürlich schön. Was? Ja, sag Jakob, was meinst denn du denn? Na ja, da war ich schon die 30 rum, gell? Da war ich ein bildsamer Mensch. Das stimmt. So, ja, weißt du was? Ja. Genauso machen wir's. Ja. Du nimmst das Beutel mit zum Doktor und sagst ihm, er soll ihn ganz genauso machen. Genauso, ja? Ja, ist schon recht, ja. Das aber gefährlich ist das nicht, gell? Nicht, dass man ganz vermurkst. Nein, da bleibst du ganz. Das ist eine Angelegenheit von einer halben Stunde, nicht? Du kriegst eine gewisse Dosen, kriegt er eingespritzt. Eine Dosis! Ach so, ja. Kriegt eine Dosis, kriegt er eingespritzt, nicht? Und dann schlaft er ein paar Stunden und wenn er wieder wach wird, schaut er genauso. Komm ich raus aus der Dosen. Ja, aus dem Schlaf. Jesus, Jesus, was heutzutage alles gibt. Ja, ja. Meine, das ist ja wie im Traum. Okay, ja. Jakob. Was? Wenn ich mir vorstelle, dass du wieder jung wirst. Mein Gott, gell. Mein Gott, werden wir glücklich sein mit dem Mann. Schön wird das. Ja, wann gehst du endlich zum Doktor? Ja, schon, ja. Jetzt wenn wir heute gleich fahren, dann werden wir morgen schon wieder da. Ja, je eher, umso besser. Ne? Ja, genau, das sage ich doch auch. Je eher, umso besser. Ja, ja. Und man jede Stunde schon. So ist es. Du musst bloß noch anders Jopperl. Ja, ich sag mir rein, Jopperl. Ja, und der Geld muss der mitgehen vom Doktor. Ja, ein Geld. Ja, freilich, ein Geld. Ja, was wird denn das kosten? Ja, also sagen wir, billig wird es nicht sein. Nicht? 100 Mark kriegt schon der Bauer. Was für ein Bauer? Naja, er meint, wenn ich wieder jung wie ein Bauer bin. Ne? Ja, ja. Ja, dann braucht er doch ein Taschengeld. Genau. Ach so, ja. Vielleicht will er sich ein Eis kaufen oder was. Ja, es ist ja auch ganz egal, was das kostet. Gell? Ja. Hauptsache, ich krieg wieder einen jungen, strammen und kräftigen Mann. Kimm dir weiter, Jakob, zieh dich um, kimm dir weiter. Komm. Hast du es gehört? Ein kräftiger Mann. An dem kräftigen Mann wird sie ihre Zähne ausbeißen. Ja, wahrscheinlich. So, der erste Schritt wäre getan. Erstes Nein. Simon! Was ist jetzt? Stimmt das wirklich? Vater Bauer in Stadtwind zum Jungmacher? Hast du vielleicht gehorcht? Ja, selbstverständlich! Ich muss ja horchen, sonst weiß ich ja gar nicht, was auf dem Hof alles passiert. Schande. Also jetzt ist was so, denn, was denn? Kommt der wirklich als Junge wieder zurück? Freilich. Ehrlich? Ja. Du sieh mal, sag einmal, geht das bei den Weibern? Ich meine, das Junge habe ich noch vor ihr eingestanden und lass mich wieder jung machen. Du? Ja? So viel Affen gibt's gar nicht, wie du brauchst. Schick dich, ich hol bloß noch schnell was für den Doktor. Ja, schräg. Ja, jetzt war ich hier. Simon, da schau her. Die Flaschen bringst du dem Doktor mit und sagst ihm einen recht schönen Gruß von mir. Er soll jetzt seine Sache wirklich gut machen. Ja, schräg. Ja. Das ist meine Lieblingssorte, die trinken wir gleich. Gell? Ja, dem Doktor. Ja, sag ja, das ist seine Lieblingssorte. Die trinkt er gleich. Ach so, Für dich gut. Für dich gut, Katerle. Ich geh aber mit dir noch raus. Ja, dich tust. Aber zuerst mag ich noch ganz ein liebes Abschiedsbussi. Ich will bei einer Abschiedszeremonie möchte nicht stören. Ich warte weit draußen. Warte, lass mich nicht zu lang warten, dass wir nicht in die Nacht reinkommen. Ist recht gut, ja. Für dich gut. Also, weißt du, Katerle, ich weiß ja gar nicht, ob ich noch kann, das Busseln. Weißt du was? Ja. Wir probieren es ganz einfach. Probieren wir es wieder einmal. Also, das ist ja nicht falsch machen, gell? Jetzt schauen wir jetzt.
Naja, das wird der Doktor hoffentlich auch richten. Ja, hoffentlich. Ja, gut. Ja. Ich wünsche dir ganz eine gute Reise. Das war. Und komm gesund wieder. Das würde. Und vor allen Dingen jung. Jung. Und stramm. Und stramm. Und kräftig. Und kräftig. Ja, jetzt kommen wir weiter. Jetzt kommen wir. Zum Jungbar. Okay, das stimmt doch gar nicht. Doch, doch. Jetzt kommt Barin, dann kannst du es gleich selber kommen. Da frage ich du, Tati. Ja? Sag ich mal, ist das wahr, was mir die Zenzi gerade vom Bauern erzählt? Freilich ist es wahr. Mein Gott. Hoffentlich macht der Doktor auch seine Sache gut. Ja, nicht, dass er vielleicht zu viel von der Dosis einimpfen. Was? Ja, wie meinst du jetzt das? Nicht, dass er uns am Ende wieder in die Windel macht. Erst, gell? Ja. Du sollst zu Haus willkommen sein, als alter gingst, als Junge trittst du ein. Mei, schön, gell? Ja, wirklich. Als Alte ist er gegangen. Und als Junge kommt er plötzlich wieder hoch. Ich kann direkt wohnen. Ja. Aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. Jetzt schau lieber, dass du die Schulden aufbringst, sonst kommt der Bauer zurück und wir stehen immer noch auf dem gleichen Fleck. Ja, du hast schon recht. Aber dabei sind wir leicht fertig. Ja. Ich bin ja schon richtig neugierig, wie er ausschauen wird. Ja! Ich sage dir, Zilli, wenn er mich genommen hätte, hätte das Ganze nicht gebraucht. Ja, wenn er es getan hätte. Er hat es aber nicht getan. Ja, und das ist ja die ganze Gemeinheit. Naja, wer weiß, ob das überhaupt mit dieser Verjüngungskur so gut rausgeht. Geht zu, Zenzi. Das sagst du jetzt bloß, weil du der Kathi neidig bist, dass sie jetzt einen jungen Mann kriegt. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Ich war schon froh, wenn ich einen alten kriege. Was ist denn jetzt mit euch zwei? Seid ihr fertig? Freilich ja. Sind wir fertig. Schau. Ha? Ja. Hat er schön gemalt, der Maler hat gemalt. Als Junger trittst du ein. Schön, gell? Sehr schön, ja. Wirklich schön. Und hast du die Brotzeit hergerichtet? Ja. Schmolzmittel sind auch schon fertig. Ja, du hast gesagt, schön sein zu wollen. Freut mich, ja. Zinzi, hast du das Bier hergerichtet? Freilich. 20 Flaschen stiegen im Keller. Gut. Das heißt, eigentlich sind es bloß noch 19. Was? Wieso? Ja, eine habe ich selber gesoffen. Oh. Nein, ich habe einen Durst gehabt. Ja, und die restlichen 19, die werden schon lange für einen Rausch. Naja, jetzt hast du eigentlich auch wieder recht. Ja, dann könnten sie jetzt endlich kommen. Mein Gott, hoffentlich hat der Zug keine Verspätung gehabt. Nein, ich hab jetzt eine Viertelstunde hin und der Herr spielt doch auch keine Rolle. Die spielt schon eine Rolle, wenn ich schon so nervös bin. Die Herwarterei, die macht mir so narrisch, ich kann das gar nicht sagen. Das glaube ich schon. Es ist ja auch keine Kleinigkeit, wenn der eigene Mann frisch aufbügelt wird. Ja. Also ich bin ja so neugierig, wie es ihn hinkriegt. Was? Ich mein, wie es ihn herkriegt haben. Sei so gut.
so wird er dann doch nicht verschandelt sein, oder? Wer weiß, muss er doch was von einem Affen eingespritzt haben. Ja. Vielleicht hüpft er jetzt vom Baum zu Baum. So. Halt! Was? Halt! Was? Ja, wo nehmen wir denn die Bananen her? Ach, ist ja wahr. Ich kann ja den Affen nicht verhungern lassen. Also klappt das. Du bist wirklich furchtbar. Ach, was kommt von draußen rein? Jetzt, jetzt auf, Zinzi. Na, Schmarrn, nix. Ich hab mich täuscht. Täuscht? Hollerie, hollerie. Zinzi. Glaubst du, es sei heute nicht so gescheit? Bin schon sick für nervös, dass ich bin. Willst du doch mein feines Lippchen zeigen? Jetzt auf. Ja, na, rede ich da miteinander, als wir aufgereicht die Hähne. Ob man einen Bauern noch kennen wird, ha? Jetzt musst du auch noch anfangen. So wird er dann doch nicht verändert sein. Wer weiß? Vielleicht haben sie ihn tatsächlich ganz verschandelt. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zu der Kramerin und kauf zur Sicherheit ein Pfund Bananen. Du bist ja bloß neidig, das ist alles. Und ich mache jetzt die Brotzeit fertig. Ja, sei so gut. Mein Gott, ich bin so nervös, aber jetzt kannst du ja wirklich auch endlich kommen. Ui, ui, das sind's. Ja? Ist er schon da? Leider nicht. Mein Gott, Karl, sag mal, bist du auch so aufgeregt? Mein Fräulein, ich kann's einer gar nicht sagen, und wir? Also, ich bin so aufgeregt, als wie wenn's mein eigener Mann wäre. Das ist nett. Das verstehen Sie halt, gell? Ja. Weil das sind so Dinge, die uns Frauen im tiefsten berühren, weil es mit der Liebe zu tun haben. Da hast du recht. Ja. Aber da haben die Männer überhaupt kein Verständnis dafür. Ja. Also, wie ich meinem Mann und einem Herrn Pfarrer erzählt habe, dass der Jakob in Stadtner ist, um sich verjüngen zu lassen, ja, da haben die zwei gelacht, dass sich der Tisch gebogen hat, ja? Bitte, was gibt's denn da zum Lachen? Das frage ich mich auch. Also, mein Gott, nein, es ist halt so, sie sind halt ungläubige Thomasse, ne? Und darum bin ich jetzt gleich rüber. Und wollte mich selber davon überzeugen. Es tut mir jetzt leid, dass es früh gekommen sind. Ach, das macht nichts. Dann komme ich wieder, gell? Ja, jetzt, nein, also, du, ich möchte noch eins sagen. Das ganze Dorf ist auf die Füße. Jeder möchte einen Jakob sein. Ja, ja. Mein Gott, na, und die Weiber, mein denen geht die Schnattern, aber wie? Ja. Ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube, also, jeder wird ihr Mann, ihr eigener Mann, jetzt zu alt sein. Also der meine natürlich nicht, gell? Aber die Weiber, die sind die Allerschlimmsten. Die ratschen, die ratschen, die ratschen. Und du weißt ganz genau, das hab ich so dick. Aber jetzt könnten sie wirklich endlich noch kommen. Brotzeit ist herkriegt. Ja, wunderbar. Du, sei bitte schön so gut. Und mach für die Vorhänge zu, nicht, dass die Leute nur bei den Fenstern reinschauen. Ja, mei, die sind ja alle auf den neu renovierten Bauern gespannt. Ja, ich schon auch. Mein Gott, ich bin so... Ich glaube, sie kommen. Ehrlich? Ja. Mei, was soll ich denn da? Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Aber wenn ich so zittert. So, jetzt sind wir da. Ja. Jetzt fasst die Arsch. Jakob, geh weiter, wo bist du denn? Ja, ich bin ja schon da. Ja, jetzt schaut mal, wie ich warm bin. Hä? Heilige Himmelmutter. Aber das ist doch gar nicht möglich. Ja, freilich ist es möglich. Ja, jeder schaut's. Das habt ihr euch nicht gedacht, gell? Na, was ist? Ich warte auf ein Bussel. Rindfisch. Zuerst kommt doch deine Frau, das ist doch die Schwägerin, die Zilli. Ach so. Ja, was ist, ich warte auf ein Bussel? Nein, 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 nein. Das soll mein Mo sein, der Jakob. Ja, Fräule, wer denn sonst? Ja, das kennst doch an seinem Gewand, dass er süß. Mhm. Naja, das schon, aber. Kati, schau her. Da ist meine Brieftasche, die wirst du doch wohl kennen. Ja. Und da ist mein Fangeisen. Ja, ja, sicher, das stimmt schon. Also, dann wird schon sicher seine Richtigkeit haben, aber. Ja. Mein Gott, ich bin ganz traumhappert. Sag was von dem Fleck.
Von was für einem Flecken? Du, Kathi. Ja? An was glaubst denn du? An was ich ein Bedenken haben müssen, wo ich in der Stadt drin war? Ja, das weiß ich nicht. An das bewusste Flecken, das du. Jetzt so schäm dich. Okay. Wenn er so ein Geheimnis kennt, kann es gar keinen Zweifel mehr geben. Ja, da hast du jetzt eigentlich schon recht, aber trotzdem, er hat so was Fremdes an sich. Ja, so was, was ich noch nie an ihm gesehen habe. Mei, ein junger Mensch ist immer anders als wie ein alter. Ja. Also, ich muss euch schon sagen, ich war auf einen anderen Empfang gefasst, wenn ich als Junger wieder zu dir zurückkomme. Entschuldigung, Jakob, aber glaub mir, so habe ich mir die Verjüngung nicht vorgestellt. Ja, wie dann? Wir, ja. Ja, mei, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ist er vielleicht nicht so recht, als wie er ist? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mich heute halt erst dran gewöhnen. Ja, alles in Herzen. Ich hätte mich da gleich dran gewöhnt. Ja? Ja, aber dass ihn der Doktor jetzt gar so jung gemacht hat. Ja, da bist du selber schuld. Nicht? Du hast mir doch da extra so ein Foto mitgegeben. Genau. Und du hast gesagt, das soll ich so ein herrichten. Ja, und stimmt's vielleicht nicht? Ja, da hast du schon recht. Okay. Da ist wirklich viel Ähnlichkeit da. Okay, ja. Was heißt denn da Ähnlichkeit? Ja, runtergerissen ist es. Ja, genau. Kathi, jetzt wirst du dich doch davon haben, oder? Was ist jetzt mit dem Bus? Na, also gut. Das sollst du haben. Ja. Ja. Ja, ist das Maria? Was war jetzt das? Nein, das wird halt Katz gewesen sein. Oder der Kader. Ja. Also glaubst du, wenn ich ehrlich bin, ich geniere mich direkt mit so einem jungen Mann. Ja. Aber freuen wir ihn mehr. Ja. Das pressiert jetzt gar nicht. Mit der Schmuserei. Jetzt aber. Ich werde doch meinem Mozart zur Begrüßung noch ein Puzzle geben. Ja, ja, freilich, aber das ist, weil da hat der auf den nüchternen Magen vertragt das noch nicht so. Ja, so, da hat er sie mal ganz recht. Ja. Da sitzt sie noch gleich auf deinem Platz hier. Ja, danke schön. Du wirst doch jetzt bestimmt einen Hunger haben, oder? Ja, also, ich könnte nicht sagen, dass ich keinen Appetit hätte, gell? Ja. Und was mir für einen Kalt anfängt, gell, Toni? Was? Was? Wieso, Toni? Toni? Ja? Hab ich Toni gesagt? Ja, hast du gesagt? Ja, das wird mein Schwester gesagt, der Karl, der heißt Toni. Und das hab ich jetzt verwechselt. Ach so. Ja, dann ist das freilich was anderes, gell? Aber es ist nicht zu fassen. Ja, es ist zu fassen. No! Naja, dann heben wir uns das Puzzle halt für später auf, gell? Ist schon recht, Kathi. Ja, und ich werde jetzt gleich die Brotzeit bringen, gell? Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, dann werden wir eh schauen, wo das Bier bleibt, gell? Ja, die ist noch besser. Jesus. Hui. Du, was denn? Es war ein fesches Weib, die Kathi. Ja, aber für dich eine verbotene Frucht, gell, weil sonst war die ganze Komödie für Katz. Ja, aber gut, hast du es eingefädelt, die Geschichte. Sogar vom Bahnhof her sind wir gekommen. Ja, ich muss ja so ausschauen, als wenn wir mit dem Zug kommen, ja. Gell? Deshalb Finger weg von der Kathi. Ah, du. Was die Zilli gefällt mir viel besser. Da mische ich mich nicht rein. Da kann man nicht einmal. Gib mal! Ja, wenn die wer kennt. Was heißt da kennt? Ich hab's daheim nicht mehr ausgehalten bei dir, darum hab ich mich rübergeschlagen. Ne? Na, was du dich gehabt? Ja. Ich hab doch gewusst, dass er Kader ist. Ja, was heißt hoffentlich hat ihn nicht gesehen. Kein Mensch hat mich gesehen, möchte bloß wissen, ob's gut ausgegangen ist alles. Wunderbar läuft's, wenn du uns nicht alles verbaust. Ja, natürlich nicht. Also, und gleich nicht vergessen, puzzelt mir nichts mit der Karte. Das weiß er doch. Dein Versprechen, mit dem Holzner, dann bring ich dich um. Wir? Das weiß ich noch nicht. Vater, ich muss doch so tun, zwecks der Verjüngung, sonst lacht sie doch aus. So tun, ja tut mir das, du darfst so tun und dann. Zerschauen! Ist ja wahr. Du musst in das ganze Haus zusammenlaufen. Ja. Bist du so ein eifersüchtiges Mannsbild, was Blödes? Bin doch ich dabei zur Überwachung. Und du? Ja. Und bei der Nacht? Da schlaf ich. Da schlaft er. Ich muss ja auch mal schlafen. Aber ich bin wach und wie wach, dass ich bin. Kannst du mal nachbrechen? Natürlich. Sei doch gescheit. Ja, ich bin schon gescheit. Ich pass schon auf. Das vergeht. Ich schau, dass er gut wach ist. Da meine ich, bin in eine saubere Zwickmühle gekommen. Hm.
auslassen. Grüß dich gut, Jakob. Ja. Grüß dich gut, eh? Mein Jakob. Mei, bist du schön geworden. Da schaust du, gell, Großmutterl. Das ist jetzt nicht nett von dir, dass du so Sachen zu mir so sagst. Ja, wo wir zwar doch beide mal geheiratet hätten. Ach so ist es. Ja, das darfst du mir nicht so krumm nehmen, gell? Ich war ja einmal so jung und so schön, wie du jetzt bist. Ja? Ja, da wärst du doch noch dran erinnern können. Ja, ja, aber da sieht man von heute nicht mehr viel davon, gell? Okay. Schau, Jakob, ich hab dir ja alles gegeben. Ja. Alles, was ich gehabt hab, hab ich dir gegeben. Ja. Bis auf meine Unschuld. So. Die war schon weg. Ach ja. Aber jetzt, Jakob, jetzt kannst du von mir verlangen, was du willst. Ja. Jakob! Ich hab jetzt gerade kein Verlangen, gell? Aber ja. Ja, Herrschaft, zeigt noch einmal, ob man denn an diesem Hof nicht 2 Minuten Zeit, seine Gefühle freien Lauf zu lassen. Die Bäuerin, sie ruft. Ja. Dann lauf nur zu, gell? Aber ich mein, Jakob, wenn's mir noch was fragen möchtest, gell, du weißt, wo meine Kammertüre ist. Ja, ja. Jakob. Hä? Du Lieberle, du! Mein Vater muss ja eine feine Nummer gewesen sein. So, den hab ich gut angebracht. Ja. Und der verdirbt uns mit seiner Eifersucht noch die ganze Geschichte. No, und Ausweis, mein Geld. Ja. Deshalb zieh bei der Kathi die Bremsen an, ja, gell? Ja, ich mach. Es war noch. So? Tja. Oh, da haben wir jetzt die Brotzeit. Ui, ja, da läuft ja ein Glas Wasser im Maul zusammen. Sehr schön. Bitteschön. Dankeschön. Ja, sehr schön. Tada. Und da kommt jetzt das Bier. Ui. Und du schleichst dich da aber schnell, gell? So, jetzt schau her. Jetzt lass du schmecken. Dankeschön, gell? Du schleichst dich da aber schnell, gell? Sehr gut. Jetzt bleiben wir bis zu, ja, gell? Prost. Ja, reden wir nicht lang, fangen wir gleich an. Ja. Na. Du wirst es da warten können. Zuerst kommt der Bauer. Ja, jetzt greif nicht zu. Dankeschön. Ach ja. Na. Was schaut's denn jetzt, wo wir gestohlene Calvin? Ja, wir werden einen Bauern wohl noch anschauen dürfen, oder? Mei, wir können uns heute halt nicht satt sehen. Ja, wir schauen ihm schon nichts runter. Schaut's nur, deswegen bin ich ja da, gell? Schon, gell? Ja, Frau. Das ist überhaupt nicht notwendig. Jakob, erzähl lieber, wie war's denn beim Doktor? Ja. Ja, was soll der da früher erzählen, gell? Ja. Jetzt lassen halt essen, sonst schlagt's ihm ja nicht an. Ja. Was sag halt, hat er der Velo? Ja, also, pass auf, wie ich geimpft war, da ist mir auf einmal heiß geworden. Ja. Mein Blut hat zum Brodeln angefangen. Da hat's mich hinübergerissen. Ja, 2 Meter. Und wieder herübergerissen. 4 Meter. Und das war gerade so, wie wenn man einer die Haut entlegen zieht. 6 Meter. Und auf einmal sind mir Funken vor die Augen vorbeigeflogen. Auf einmal hat's geracht. Und dann hat's blitzt. Bist du schnell gefahren? Was? Und meine Haare haben zum Grippeln angefangen. Hatschi! Meine Nase noch kitzelt, als wie wenn man einen über den Fuß drüber gefahren. Nein. Und dann? Ja, und dann? Na, dann bin ich eingeschlafen. Und wie ich aufgewacht bin, da war's geschenkt. Nein. Ja. So was, he? Ja. Was soll es gibt? Ja. Na, Wahnsinn, gell. Schaut's. Ja, herein. Ist er schon da? Ja. Ach, dann komm ich jetzt recht. Wo ist er denn? Bitteschön, da ist er. Mhm. Was da? Das gibt's ja nicht. Ja. Aber tatsächlich, also ausschauen tut er wie früher, gell? Ja. Gell, ich war wie aus alle Wolken gefallen. Mhm. Ja, das glaube ich. Also da kann man ja nur noch sagen, Gratulation zu so einer Wunderkur, ja, ja. Gell? Ja. Sieh mal, wer ist denn das? Grüß Gott, Frau Lehrer. Ja, Frau Lehrer, mein Lieber, jetzt geht's aus einem anderen Ton. Sapperment, juhu!
Und dasselbe Temperament wie früher, gell? Ja, genau. Ja, meine Frau Lehrerin, gell, wenn Sie plötzlich wieder jung werden daten, na daten Sie auch Juhu schreien. Ja, nein. Nein, geht's zu bei uns. Na, was ist? Ist erlaubt? Darf mir das Wundertier ein bisschen näher anschauen? Bitte schön. Nur herein in die Menagerie. Schaut sie mal, sie geredet. Ja, wer kommt denn da? Ja, wer wird denn kommen? Der Klausner und seine liebe Frau, die Moni. Ja. Danke. Ja, da ist er, ja, der Jakob. Ja, in voller Lebensgrüße ist er da. Jakob. Ja. Geh mal her. Ja, sag mal, was haben's denn mit dir angestellt? Ja, die haben's ja total vermurkst. Ja, was ist? Gefällt jetzt, alter Grauderer? Na, du, keine Stunde bin ich dir neidig. Wenn ich denk, dass ich nur mal so anfangen müsste. Ja, das glaub ich. Aber was kannst denn da reden? Jung sein ist doch schön. Ach, red doch keinen Schmarrn. Schau her, wir werden alle Tag wieder ein Stückchen kleiner. Wir wachsen wieder dahin, wo wir herkommen sollen. In die Erde. Aha. Einen Tag früher oder später, da steckst du nichts auf. Darum bin ich da auch nicht neidig drum. Das geht doch gar nicht mit rechten Dingen. So jung und so sauber, ja, wirst du wieder warm bist. Na, hör doch auf, das ist doch halt bloß ein Blödsinn. Mei, Moni. Dann musst halt deinen Mann auch einmal zum Auffrischen schicken. Also, mein Mann ist mir schon recht, wie er ist. Ja, gell, da habt ihr's gehört. Ja, ja. Nimm dir ein Beispiel. Oh. Kriegst ja sowieso jedes Jahr von deinem Mann ein frisches Kind. Ja, von wem denn sonst, dass wir von meinem Mann da freche schnappen doch? Also, ja, mei, also, ich werde jetzt auch wieder gehen, weil ihr habt euch noch einiges zu erzählen, ja, gell? Ja. Aber morgen, da musst du zu meinem Mann und zum Herrn Pfarrer kommen, weil die möchten dich doch auch sehen. Ja, ich komm schon, gell? Also doch, wiedersehen. Wiedersehen. Ja, Jakob, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Naja, jeder auf seine Weise, gell? Also mir gefällt's schon recht gut, so wie du wieder bist. Gell? Ach, Mira! Ja. Kim, wir gehen wieder heim, gell? Jetzt haben wir ihn schon gesehen. Ja, Gott, beinahe. Ja, Gott. Herr Sophie, ja, Herr Sophie, Herr Sophie. Und jetzt fährt jetzt der Abräumer, gell? Ha? Ja, genau. Und dann geht's Geschirr abwaschen noch. Was? Heute noch? Ja, heute noch. Ja, aber so pressiert doch das wirklich nicht, oder? Ich will nicht nachschnauben, das macht's jetzt. Wenn's fertig seid, dann geht's ins Bett. Was? Jetzt schon? Ja, jetzt. Ja, ja. Das sagst du bloß, damit du ja schnell genug mit deinem Mann wieder allein bist. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Jakob. Gute Nacht. Jetzt ist schon gut, Schleichti. Und du bist jetzt an mir, gell? Ja, das könnte ich jetzt nicht behaupten, gell? Aber Jakob. Ja. Du musst doch mir sein, nach dieser Anstrengung. Ach so, mein Gott. Ja. Also, ich geh nachher da. Gehst und trunken hab ich. Und wenn ich was schuldig bin, dann schreibst das auf. Dann hast du im Winter was zum Lesen. Ja, ja. Ich danke dir recht schön, Simon. Gern geschenk. Glaub mir, es soll dein Schaden nicht sein. Ja, ja. Ich bin ihm treu beigestanden in seiner schweren Stunde. Ja. War sozusagen sein Geburtshelfer. Gell, ja, das kann man wohl sagen. Ja. Ich werde mich dann schon erkenntlich zeigen, gell? Ist schon recht. Ja, Gott, für die Gurke, gell? Denk an die verbotene Flucht. Ja, gell? Ja, dann noch schön auf, gell? Ja, gut, gut. Ja, das ist ja. Das, Jakob, jetzt kann ich dich erst einmal so richtig mit Ruhe betrachten. Hey, Kathi, da siehst du doch nichts Besonderes. Und so? Mein Gott. Was du jetzt für ein liebes Geschau gekriegt hast. Ja, schau, ich bin halt jetzt um 30 Jahre jünger. Ich konnte es immer noch nicht so richtig begreifen. Ja, das lernst du schon. Oh, was hast du denn jetzt? Ja. Bist du denn jetzt auf einmal so komisch? Ja, oder magst du mich jetzt nicht mehr? Ja, du bist gut, Kathi. So wie es mit du immer behandelt hast, an das muss ich mich jetzt erst gewöhnen, gell? Ja, schon freilich, aber glaub mir's, Jakob. Jakob, das soll jetzt alles anders werden. Meinst du? Ganz bestimmt. Ich habe jetzt gar keinen Grund mehr, dass ich garstig bin zu dir. Ach so. Ja, ich habe noch nicht einmal ein Puzzle gekriegt.
Ja, das mag ich nicht, das könnte jetzt wer kommen. Na, was hast du denn jetzt? Was bist denn so komisch? Da ist doch nichts dabei, weil sie ein Mann und ein Weib gern haben. Ja, du hast recht. Und jetzt mag ich aber das Bus. Gott, was war jetzt das? Das war der Vater. Das ist bestimmt so ein boshafter Mensch, der mir es nicht vergönnt, dass er ein junger Mann hat. Ja, das kann leicht sein. Aber das heißt, jetzt lass ich einen Hund von der Ketten. Was? Die das darf ja nicht wahr sein. Ist wer da? Ja, ich bin's. Ich hab doch gewusst, dass das du bist. Ja. Vater, die Bayerin lässt einen Hund von der Ketten. Der tut seinem Herrn nichts. Was machst du denn so ein Krach? Ja, wer weiß, was sonst passiert wäre. Ne? Nichts wäre passiert. Ja, du möchtest ernten, was du nicht gesehen hast. Ne? Vater. Also bitteschön, so ein Druck drauf, dass ich bald wieder heimkomme. Ja. Vater, ich verspreche, dass länger wie zwei Tage hält sich sowieso nicht aus. Und ich schwitze dabei Blut. Ja. Jetzt gehst du wieder rüber zum Simmel und legst dich ins Bett rein. Was tue ich beim Simmel im Bett drin? Ich bleibe auf meinem Posten. Ja, Scheiß, komm her. Was mach ich damit? Ja, was hat denn da so geschleppert? Ja, ich weiß auch nicht. Du, Zilli? Ja? Du bist für ein ganz sauberes Mädel. Dass du das jetzt erst bemerkst? Ja, schau. Seit ich halt jetzt wieder jung bin, sehe ich alles mit anderen an. Ach so. Sag einmal, hast du eigentlich einen Schatz? Okay. Du sollst doch wissen, dass ich keinen hab, oder? Ja, sauber. Das müssen ja schöne Rindviecher sein, die Burschen da im Ort. Ja, aber da bist du schon ein bisschen spät dran, Jakob. Meinst? Ja. Sag einmal, kannst du mich da ein bisschen gern haben? Also die Frage ist doch wohl überflüssig. Hm? Du bist der Mann von meiner Schwester. Ja, pass auf. Ich meine, wenn ich nicht verheiratet wäre, und nicht der Jakob Hirnmoser wäre. Also das hat doch gar keinen Zweck, darüber zu reden. Ich meine doch bloß, wenn so wäre. Wenn? Mhm. Na ja, dann kannst du mir eigentlich schon gefallen. Ja, das freut mich aber narrisch. Was fällt dir denn ein? Lass mich sofort aus. Du, wenn du nicht auslässt, dann schrei. Dann muss ich den Mund zupappen. Deine Dummheiten. Na freilich, du wirst ihm schon Anlass dazu gegeben haben. Nein, das hab ich nicht. Hey, Kathi, was regst du denn so auf? Da ist doch nichts dabei, wenn ich meiner Schwägerin einmal ein Busserl gebe. Ich bleib keine Stunde mehr auf dem Hof da. Ja, das musst du merken, solche Sachen leide ich nicht. Und wenn es auch nur Spaß war. Mein Gott, na, du tust ja gerade so, wie wenn ich eine Todsünde begangen hätte. Na, das könnte aber leicht eine werden. Geh Blödsinn. Also, ich weiß nicht, du bist wie ausgewechselt. Ja, das kann leicht sein. Aber schau, man ist halt bloß einmal jung. Ja, du bist es aber schon zum zweiten Mal. Mhm. Und ich glaube, du möchtest nachholen, was du beim ersten Mal versäumt hast, oder? Bayerin, Bayerin, komm schnell in den Stall mit der Kuh, stimmt was nicht. Herrschaftszeit, kannst denn du nichts allein machen, klappt das? Ach so, komm mal, Teufel. Auf was haben wir denn da einlassen? Ja. Herein! Grüß dich, Jakob. Grüß dich, Gottmoni. Ja, sag einmal, was führt denn dich noch zu uns daher? Du, ich hab vorhin vergessen, deine Frau soll mir 100 Eier überschicken, ich brauch sie im Geschäft. Ja, ich werde sie dann ausrichten, gell? Ja. Du, Jakob, wann kommst du einmal wieder rüber zu mir in den Laden? Dann kann man unsere alten Erinnerungen wieder mal auffrischen. Moni, du bist gut. Und dein Mo? Mein Mo? Ja. Ja, der hat sicher nichts dagegen, wenn du kommst und was kaufst. Ach so, ja, dann komm ich morgen gleich rüber und hol mir ein paar gute Ziegern, gell? Ja, aber gewiss, gell? Alle komm ich. Du, Jakob, kannst du noch so gut puzzeln wie damals? Moni, wirst du noch sowas fragen kannst? Sowas verlernt man nicht. Also, das musst du mir zuerst beweisen. Ja, nichts leichter wie das, gell? Ja? Aber mich nicht. Das geht wie geschmiert. Ja, was ist denn schon dabei? Na? Ein Puzzle in Ehren kann niemand verwehren. Und ich mag das nicht. Schau mal, was regst du denn so auf? Die Moni hat mich gefragt, ob er mich trauen darf, dir ein Puzzle zu geben. Ja, dann hab er mich traut. Geh, erzähl mir doch keine Geschichten. Dann müsst ihr die Moni nicht kennen. Ja, soll das vielleicht heißen, dass du mir was nachsagen kannst, ha? Tu doch du nicht so scheinheilig. Jeder Mensch darf gut vor seiner eigenen Tür zu kehren. Vor meiner Tür ist sauber. Ich glaub, wenn man genau hinschauen darf, kann man schon was finden. Und
Jetzt schaust du aber, dass du verschwindest, aber schnell. Du brauchst mich nicht ausschmeißen. Ich geh schon von allein. Fertig, Gott, Jakob. Fertig, Noah. Du, und wenn du einmal eine gute Zigarre brauchst, dann weißt du ja, was du kriegst, gell? Weiß schon, Bralli. Fertig, Noah. Bei der kannst du nichts. Ah, dass ich es nicht vergiss. 100 Eier brauche ich morgen, aber in der Früh. Ja. Du, Kathi. Was denn? Warum gibst du jetzt doch die Eier? Ja, das, was wir so miteinander haben, das hat ja mit dem Geschäft nichts zum tun. Ach so ist das, ja. Also ich weiß nicht, warum es du immer so aufregst. Du, die Moni ist mir doch total wurscht. Na ja, gut, Jakob. Ich wollte das glauben. Aber jetzt, glaube ich, wird's Zeit, dass wir ins Bett gingen, hä? Ja, da lass dich nicht aufhalten. Was denn? Hm? Gehst du nicht mit? Ich wollte noch ein bisschen ins Wirtshaus schauen. Was? Mhm. Heute möchtest du ins Wirtshaus? Ja. Na, schau her, ich glaube, du hast zu deiner Verjüngung kein Zutrauen, oder wie? Kathi, so darfst du es nicht auffassen. Doch, ich fass das so auf. Mhm. Nix. Heute bleibst du daheim. Ach so. Jakob? Ja? Ich warte auf dich. Ja, ist schon recht. Jesus, 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 Jesus. Was mache ich denn? Ja, da bleiben kann ich auch nicht. Ja, Jakob! Ja? Geh mal weiter! Bist du schon im Bett? Ja! Uiuiuiui. Mein Gott, nein. Und da darf man nicht rein zu der verbotenen Flut. Dass du noch gekommen bist. Ja, das ist nicht, dass ich noch komme, gell? Ja, ich bin ja froh, dass du gekommen bist. Ja. Ich weiß nicht mehr aus und ein. Warum? Jakob, wo bleibst du? Ja. Du hörst es. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ja, du nix. Vater, ihr kommt diese Verjüngung sowieso schon spanisch vor. Ja. Weißt du was? Was? Du gehst da nicht. Wie? Ja, frei. Kreis, ich mich hab ich da teufel. Was? Das Licht hat schon ausgetragen, nach hinten nicht. Ja. Freilich. Ja, darauf bin ich ja gar nicht vorbereitet. Jetzt besinn dich nicht lang. Bevor es Tag wird, bist du verschwunden. Ja, verstehst? Ja. Und dann weiß sie nicht, dass du der Stellvertreter vom Stellvertreter warst. Mann, freilich. Die Idee war nicht so übel, doch, gell? Ja. Ja. Was tust du denn noch so lang? Ja, ich komm gleich. Jetzt geh weiter, Vater. Komm, ja, komm, komm, komm. Meinst du noch? Also gut, dann packen wir es ein. Jawohl. Hoffentlich blamiert er mich nicht. Kaffee? Ich mag keinen Zinsen. Tragen wieder raus. Nein, da sauf ich lieber schon selber. Wo ist denn der Bauer? Der Bauer? Hm. Der schlaft noch. Jetzt um 3 Nachmittag? Freilich. Er ist erst um 4 in der Früh heimgekommen. Glaubst du, so macht das jetzt die ganzen 3 Tage, seit er vom Doktor heimgekommen ist? Jede Nacht? Das ganze Dorf lacht schon über ihn. Hinter jedem Schürzenzipfel ist er her und bussiert nur da, wo er das Zeug hält. Das ist nicht mein Mo, das ist ein anderer. Mhm. Das ist schon der Jakob Hirnmoser, aber der von früher. Ja, der war doch in seiner Jugendzeit auch nicht anders. Meinst du? Okay, sei so gut, ruf mal die Zivi rein. Und dann bitte schon wächst den Bauern auf. Hast schon recht. Da
Da meine ich, hast du was eingebracht. Zilli, da rein! So, jetzt wecke ich einen Bauern auf mit meinem lieblichen Stimmerl. Und sei so gut und geh zum Simon rüber. Sagst, er soll zu mir rüberkommen, ja? Ist schon recht. Es handelt sich wohl um den Jakob, oder? Freilich. Schau, so geht es nicht mehr weiter. Du hast schon recht. Es ist schon wirklich ein starkes Stück, wie er es treibt. Gerade vorhin hat mir die Wegschau-Theresi erzählt, dass er gestern auf die Nacht mit der Kellnerin von der Traube arm in arm spazieren gegangen ist. Mit der schieren Person? Hm? Ja, wahrscheinlich hat er sich gedacht, bei der Nacht sind alle hier schwarz. Mein Gott, das, wenn ich alles geahnt hätte. Ja. Geh weiter zu mir. Geh rüber, hol mir Simon. Ich geh schon. Aber ob dir das immer helfen kann, das möchte ich bezweifeln. Grüß Gott, Frau Lehrer. Grüß Gott. Ja, komm es nur rein. Ja, grüß Gott. Ja, Frau Lehrer, grüß Sie gut. Na, was machen denn Sie heute für Gesicht? Ach, mein Gott, ich bin noch nie so schweren Herzens zu dir rübergegangen als wie jetzt. Wieso denn? Ja, das kannst du ja denken, wegen deinem Jakob, ne? Ah ja. Also der Herr Pfarrer, der ist ganz aufgebracht. Übrigens, du sollst ja noch dann vorbeikommen beim Herrn Pfarrer, gell? Also du weißt ja, was er gesagt hat. Der Hirnmoser untergräbt mit seinem Lebenswandel jede Sittlichkeit und Moral in unserem Ort. Hat er gesagt. Da kann ich nicht mehr länger zuschauen, hat er gesagt, ja. Sein Beispiel verdirbt die anderen, hat er gesagt. Ja, aber was kann denn ich da machen? Du kannst dem halt gut zureden. Okay, Frau Lehrer, das hilft doch nichts. Da ist doch alles vergebens. Ich glaub's auch schon fast. Ja, ich weiß schon, das ist jetzt die Strafe dafür, weil ich zu meinem Jakob immer so garstig war. Und jetzt hab ich's. Also. Ich hatte ganz ehrlich gesagt, wie vor ein paar Tagen der Jakob heimgekommen ist, so jung und so strahlend. Also da war er dafür fast ein bisschen neidig, ja. Ach, jetzt red ihm noch mal gut zu, was? Es ist ja nur wegen Herrn Pfarrer. Du weißt, der versteht in diesem Punkt überhaupt keinen Spaß. Naja, ich weiß so. Du, und vielleicht wird's besser, wenn er sich ans Jungsein wieder gewöhnt hat. Na, da habe ich jede Hoffnung verloren. Ja, ich fast auch. Also geh, Kathi, vierte und vergiss nicht, dass beim Herrn Pfarrer vorbei ist. Bring ihn ja nun aus, ja. Da, jetzt geh halt einmal weiter, Herrschaftszeiten. Nein, komm doch schon. Also weißt, das ist eine Gemeinheit, mich in aller Früh aufzuwecken, wo ich sogar geschlafen habe. Alle Früh? Es ist 3 Nachmittag. So spät ist schon? Ja. Und wo ich so schön geträumt habe. Schön? Ja. Geträumt? Mhm. Ja, dann kannst du nur von mir geträumt haben. Von dir? Ja. Ja, von dir auch. Ehrlich? Ja. Verzeih, was hast du denn geträumt? Du, das kann man gar nicht erzählen. Nein. Ja. Also Schande. Also solche unanständigen Sachen von mir träumen. Na, also da kann ich bloß nur sagen, viel Teufel kann ich da nur sagen. Also ich möchte es auch gar nicht wissen, okay. Was träumt. Jetzt sag schon mal, was dran hast. Also pass auf. Wir zwei, wir sind ganz allein in der Küche draus gewesen. Wir zwei allein? Ja. Das geht schon gut an. Und auf einmal bist du wieder jung geworden. Ja, und dann? Und dann, bis er mich umgeschaut hat, bist du auf dem Besen zum Kamin ausgeritten. Da kann jetzt ich wieder nicht lachen. Ich schon. Ja, aber bitte, was kann man schon von einem Mann verlangen, dass das Leben eines anderen führt? Du bist gut. Ich genieße halt meine Jugend. Ja. Aber warum denn immer außer Haus? Ach so. Wo das Gute liegt so nah. Ja. Jakob. Sind Sie? Jetzt kommt weiter aus unser Lohr. Schon wieder. Naja,
Also dann. Oh Mali, gibt's jetzt Ärger? Mhm. Da gibt's Ponchos! Na, Kathi, was hab ich denn besonders an mir? Was du besonders an dir hast? Dass du ausgemachter Lump geworden bist. Ah, da schon her. Sind wir schlecht aufgelegt? So, und das wundert dich. Hm. So eine Frechheit ist mir doch noch nicht untergekommen. Kathi, was hast du denn? Ja, sag mal, meinst denn du, ich weiß nicht, was du treibst? Hm? Es ist eine Schande vor dem ganzen Dorf. Keine Nacht mehr bist daheim. Und was war mit der ersten Nacht? Ja, das eine Mal. Ach so. Und da warst du auch am liebsten ins Wirtshaus gegangen. Ja, mein Gott, ja. Ich geh halt so gern ins Wirtshaus. Ja, ja. Und jede Nacht kommst du mit einem Mords drum rausschwamm. Unser gutes Geld hängst an die Weiber hin. Hinter jedem Schürzenzipfel bist du her. Ja, meinst du, dass ich da noch länger zuschaue? Schau, Kathi, wenn's mir halt alle so gern haben, ich kann doch auch nichts dafür. Jugend hat eben keine Tugend. Das sind ja nette Grundsätze. Hm? Du vergisst nur, dass du so ganz nebenbei auch noch mein Mann bist. Jawohl. Und du, mein liebes Weiberl. Rühr mich nicht an, sag ich dir. Wie's meinst? Sag doch bloß das eine. Du änderst ab sofort deinen unsoliden Lebenswandel. Vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, dass wir unsere Ehe einigermaßen wieder zusammenflickern. Und wenn ich es nicht tue? Dann lauf wieder auf und davon! Na also, jetzt haben wir dich genau da, wo wir dich hinhaben wollten. Das ist mein Kind gleich, Kathi. Du, Zilli, es ist jetzt an der Zeit, dass ich dir ganz was Wichtiges sag. Ich will aber von dir nichts wissen. Wenn du hörst, was ich da zum Song hab, dann denkst du anders über die Geschichte. Das glaub ich kaum. Zilli, ich bin nicht der, für den du mich hältst. Was? Du, nach dem, was ich von dir höre und sehe, da glaub ich heute dich schon für den Richtigen. Na, das ist ganz anders, wie du denkst. Aber ich kann jetzt nicht so reden, wie ich möchte. Das tat dir ja nichts nützen. Du, Zilli, weißt was? Du kommst heute Nacht hinters Haus und dann erkläre ich dir die ganze Geschichte. Da, schau her. Ja, da bestell dir nur andere hin. Mich kriegst du nicht dran. Und jetzt muss ich in die Küche raus. Der Zenzi-Helfer. Zilli, begreif doch, dass ich sakrisch verliebt bin in dich. So. Jetzt muss ich ja doch wohl oder übel zum Fahren über. Das fürchte, wird man dir auch kein Rat wissen. Mein Gott. So, jetzt bin ich da. Kathi, du hast mich Ruhe verlassen. Ja, ich hab dich Ruhe verlassen. Ja, was ist? Mein Lieber, mit der Verjüngung, da hast du was Sauberes angestellt. Ich? Ja, du. Ah, jetzt war auf einmal ich schuld. Das bist du. Dir ist der ganze Blödsinn eingefallen. Ja, aber du warst einverstanden, nicht? Du hast dich sogar närrisch gefreut, wie er so als Junge da gestanden ist. Ja, freilich. Einen sauberen Lumpen habt's gemacht aus meinem Jakob. Du und der dämische Doktor da in der Stadt drin. Aber das sag ich dir, den will ich erwisch, mein lieber Schwan. Den tät ich auf Schadenersatz verklagen. Dich werde ich verklagen. Mich? Jawohl. Jetzt bin ich schuld. Ja, sag's ja, Undank ist der Welt, aller Laster Anfang. Es war ich schuld, weil dein Alter über die Stränge hat. Du bist auch schuld, weil dir das alles eingefallen ist. Ich sag dir bloß das eine. Du wärst am Jakob jetzt sauber ins Gewissen reden. Du bist schließlich sein bester Spezi. Ich meinst, dass auf mich mehr hört als wie auf dich. Wie du das machst, das ist doch mir sowas von Wurscht. Du kannst doch gerade so gut von mir verlangen, nicht? Also, dass ich ihn wieder alt mach. Nein. Mein Gott. Wenn ich nur meinen guten, meinen lieben alten Jakob wieder haben kann. Nichts wäre mir lieber wie das. Simon, ich sag dir das eine, gib mir meinen Jakob wieder zurück. Du sollst mir meinen Jakob wieder geben. Aber sofort. Beutelt bitte rum, es wäre Medizinflaschen. Von gebraucht schütteln. Weißt du schon gar nicht mehr, was ich tue? Hab ich da also richtig gehört, dass du deinen alten Jakob wieder möchtest? Wirst du noch gerade so fragen kannst. Nix war mir lieber auf der Welt wie mein lieber alter Jakob. Jetzt geh ich zum Pfarrer, aber ich fürchte halt, der wird mir auch keinen Rat wissen. Und dir sag ich das eine.
Wenn du dem Jakob jetzt nicht ganz sauber zuredst, dass er sich ändert, dann brauchst du keinen Fuß mehr in mein Haus setzen, weil sonst fliegst du den hohen Bogen wieder rauf. Und der Jünger mal tief raus. Chinesen, wenn da gerade ein Donner wieder reinfahren hat. Was ist jetzt wieder? Da bist du. Ja. Du bist schuld und der Vater mit einer saudummen Geschichte. An was sind wir schuld? Weil die Ziele nichts wissen will von mir. Aber ich möchte die Ziele haben. Ich will die Ziele haben. Ich will die Ziele haben. Sag mal, bist du wahnsinnig geblieben? An was? Verliebt bin ich bis über bei die einen in das Mädel. Aber hat's dich erwischt? Ja, und wir. Und heute sag ich ihr noch, ist das weißt. Kannst du dir alles sagen, die Rolle als Bauer hast du ausgespielt. Na, Gott ja. sei Dank. Warte, das ist jetzt. So. Nicht der Rahmen oder her? Ja, ich denke, ich hab gesehen, wie mein Katerl fort ist und die anderen sind im Stall, gell? Ja, woher weißt denn du das? Ja, der Vater ist Tag und Nacht auf seinem Posten. So ist es, ja. Was weißt denn da? Ja, im Hetzball von einer Neige zwischen. Warum hat denn die Katerl nach dir geschickt? Mei, hat's gesagt. Was hat's gesagt? Mei. Mei, hat's gesagt. Jetzt um die Jahreszeit. Mei, hat's gesagt. Ja. Ich möchte meinen guten alten Jakob wieder. Hat's gesagt. Gib mir meinen Jakob wieder. Bist denn da? Der Bayern mit umeinander. Na, sie hat also ihr Unrecht eingesehen. Ja, ja. Dank meiner gütigen Mithilfe. Ja, das hast du gut gemacht. Sie will mich wieder haben. Ja, sie will mich ja. wieder haben. Was sagst du zu meiner Kur? Ja, du bist ein teifes Kerl. Okay. Ich glaub, dass so schnell geht. Gell. Also jetzt gehst du wieder zurück zu deiner Kathi. Ja. Und du verschwindest auf Nimmerwiedersehen. So ist es. Oh, Moment einmal. Auf Nimmerwiedersehen nicht. Du weißt genau warum. Und Moment einmal. Was denn? Wie bekomme ich denn mein altes Aussehen wieder, ne? Weißt du? Das ist doch kein Problem. Wieso? Dann sagen wir zu der Kathi, dass wir einfach zeigen wollten. Was? Nein, nein, das können wir nicht sagen. Um Gottes Willen. Ja, dass sie mir nie verzeihen, Vater. Wenn sie merkt, dass wir es angeschwindelt haben. Ne? Vater, sie muss doch ein Einsehen das haben. Das hat sie aber nicht, weil sie blamiert wäre vor die Leute. Oh. Ja, her. Ja, was stehen wir denn da? Was stehen wir denn da? Du, wenn wir sagen würden, der Doktor hat mich wieder alt gemacht und. Das glaubt man nicht, gell? Nein, das glaubt uns nicht. Glaubt uns nicht, ja. Ja, was stehen wir denn da? Du, wenn wir sagen, was? Nein, das glaubt uns auch nicht. Glaubt uns auch nicht. Ja, Herrschaft, was ja, da ist doch am gescheitersten. Was denn? Drin? Und das glaubt sie erst recht nicht. Glaubt uns nicht. Und wenn wir sagen, nein, das ist auch nichts, ne? Ja, was stehen wir denn da? Halt! Was? Ich hab eine Erleuchtung. Was? Und? Ja, aber die Erleuchtung kostet 50 Mark. Schon wieder? Also, du schreibst es auf, sonst vergisst du es. Ja, du schreibst auf. Eine zweite Erleuchtung. Genau. 50 Mark. Ja, und was ist das für eine? Du gehst jetzt zu mir, hm? Nein, zu dir geht. Ich geh so ungern zu dir, und bei dir gefällt's mir nicht. Mir auch nicht, darum bin ich ja da und da. Ah! Ja, ja, da. Also, was soll ich daheim da? Da wartest und dann bringt er ein Gewand. Ja, du wartest da und die bringt einen umgekehrt. Ja, ich bringe dann einen Gewand. Also, du sitzt jetzt da auf die Bank hin. Zu was? Ja, das sitzt nach. Also, sitzt dir mal hin. Sitze mich hin. Und immer, wenn der ich mit meinem Schnupftier ein Zeichen gibt, dann musst du stöhnen, als wenn da was weh tut. Warum? Stehst? Ja, das sitzt nach schon. Also jetzt stöhnen mal. Stöhnen. Oh, oh, oh. Sag mal, spinnst du? Das ist ja gerade, als wenn du die Hähne zum Futtern schleißt. Und das stöhnen sie, wenn da was weh tut. So, oh, oh, oh. Sieh mal, oh, tut da was weh? Oh. Ich hab dir doch was gezeigt, wie das geht, wenn man stöhnt. So. Also jetzt stöhnen wir. Jetzt stöhnen wir. Ja, stöhnen. Ja, ja, das ist sehr gut, ja. Das gefällt mir. Der Jakob ist krank. Was fehlt ihm denn? Ich weiß nicht. Oh! Jesus, na. Oh! Ja, mein Gott, das wird doch nichts Schlimmes sein. Oh! Jakob, tut dir was weh? Ja, das Herz. Das Herz tut ihm weh und Leber und Nieren und der Magen.
Schlüngel. Mach ihm zwei Gnädel dazu. Jakob. No! Machst du ein Glas Vogelbeerschnaps? Du, der ist gut für den Morgen. Der riecht dich gleich wieder auf. Da schau her. Ja, hier, lass mal probieren. Nicht, dass du ihm was Verkehrtes gibst. Ja. Geht's? Ja, aber nicht so viel tust du ihm nicht. Ja. Ja. Mutter! Jetzt wird's dir gleich besser gehen, gell? Ja. No! Oh! Was ist denn da los? Mein Kathi, der Jakob ist so krank. So? Naja, wird nicht so schlimm sein. Ja. Sag das nicht. Vielleicht braucht er ein zweites Glas als Schnaps. Ja, jetzt geht's ihm schon besser. Ich habe ihm gerade Lefiten gelesen über seinen unsoliden Lebenswandel. Auf einmal sagt er zu mir, Simon, sagt er zu mir, Simon, ich weiß gar nicht, wie es mir wird. Das Blut wird so heiß, dass es mich gleich zum Frieren anfängt. Und die ganzen Innereien haut es mir durcheinander. Und die Wadel drückt es mir vorne raus, hat er gesagt. Gott, ja. Der arme Mensch. Ja. Ach, was denn? Das kommt nur von seinem Luderleben. Also, Malefiz für die Lippe. Warum guckt's mir auf der Nase nochmal an? So wie es der treibt, das hält ja die stärkste Rose nicht aus. Nein, aber sag das nicht. Also, so viel verstehe ich auch von der Medizin. Komm, Jakob, geh mal ein bisschen an die frische Luft. Ja, ja. Ja. Führ nur noch spazieren, dein Kader. Du sollst nicht so daherreden. Vielleicht tut's dich noch rein. Ja. Komm, Jakob. Ich weiß halt nicht, was mir da noch rein soll. Oh. Also, weißt du's? Du brauchst gar nicht so grob sein zu ihm, wo er doch so krank ist. Ein krank Schmarrn. Zusammengesoffen ist er, das ist alles. Hast du eine Ahnung, wie mich der Pfarrer jetzt zusammenputzt hat, mein lieber Schwan? Ja, der Pfarrer hat leicht reden. Ja, was hättest du denn dagegen machen sollen? Ja, das habe ich ihm ja auch gesagt. Aber Herr Born, liebe Kathi, du hast sonst dein Maul auch immer offen. Warum hast du das denn da nicht aufgemacht? Wieso hast du das denn so weit immer laufen? Mein lieber Schwan, du, wie er mit der zusammenputzt hat, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann hat er gesagt, und diese Verjüngung ist sowieso der größte Schmarrn, weil es wieder die Natur ist. Kathi, Kathi, ich bin nur neugierig, wie die ganze Geschichte ausgeht. Ja, ich schon auch. Ja, herein. Kathi, du bist da. Ja, der Klaus, na, grüß dich gut. Grüß dich. Also, wenn du den Bauern holst, der ist nicht da. Nein, den will ich nicht. Wusst nicht? Nein, ein Herr Wagerl möchte ich gerne. Weißt, ich muss am Bahnhof ein großes Backel abholen und da ist mein Gigs klar dafür. Ne? Ja, freilich kannst du unseren Wagen haben. Sagst du es halt am Knecht, gell? Ist schon recht. Und mein Moni wird sich dann schon mal erkenntlich zeigen, gell? Beim Bauern? Ja. Ist ja jetzt eine gute Kundschaft geworden, der Jakob. Gerade wie früher, wo ich noch nicht verheiratet war mit der Moni. Ja, ja. Mein Moni hat mir heute wieder eine große Freude gemacht. Okay, ja. Was denn? Ja, sie hat mir gesagt, dass wir im Sommer wieder. Schon wieder? Ja. Na bravo, da sind sie jetzt 80. Ja, jetzt gehen uns bald Namen aus, gell? Freilich, dann lassen wir mal die Väter und die Kinder alle zusammen, dann können sie einen Stammtisch aufmachen. Eigentlich ist schon komisch, gell? Was? Der Jakob hat sich verjüngen lassen. Und bei mir hat's geklappt. Das darf doch nicht wahr sein. Also manchmal sind die Mannsbrüder, als wäre, wenn sie ein Bredel vor mir hätten. Katha. Simon, was ist denn? Ich bin ganz desperat. Okay. Warum? Wie ein Jakob. Ich glaub, die Spritzen lassen noch. Oder vielleicht hat ihm der Doktor zu wenig von dem Affen eingespritzt. Oder vielleicht hat er sonst einen Kunstfehler gemacht. Meinst du wirklich? Ja, ja. Oder vielleicht hat er ihm auch zwei von einem alten Affen eingespritzt.
Ja, und was sagt da der Jakob dazu? Simmerl hat er gesagt, aus ist mit der Herrlichkeit. Vorbei ist die Jugendzeit. Aus. Aus ist mit der Herrlichkeit. Du meinst, er wird wirklich wieder alt? Mein Jakob wird wieder alt? Yes. Ja, halt, wo rennst du hin? Ja, zu meinem Jakob. Nein, bleib nur da, der kommt dann von selber. Ich bin bloß vorausgegangen, damit ich dich vorbereite. Oh, Katrin, da bin ich wieder. Jetzt hast du den alten Jakob wieder, gell? Gott sei Dank. Die Verjüngungskur war die größte Dummheit, die wir mir zwar gemacht haben. Mein Schatz. Wir fangen jetzt ein neues Leben an. Gut. Und jeden Wunsch, den ich dir von den Augen ablesen konnte, ist, wo ich da. Ja, dann fang gleich das Lesen an. Ja. Ja. Ich glaube, du magst jetzt einen Kaffee. Was, einen Kaffee? Ja. 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 Aber nur, wenn du einen willst. Nein, Jakob, wenn's du willst. Ja, wenn's du willst. Na, wenn's du willst. Na, wenn's du willst, willst du. Vielleicht fragt doch mal jemand, was ich will. Was willst du denn? Nicht auch einen Kaffee. Gut, dann kommt zum Küchenhaus. Ja. Ich mach gleich einen. Ist gut. Mein Jakob. Ja, mein Jakob. Ja, viel. Wo ist denn der Toni? Er ist auf dem Heimweg. Dann geh weiter, komm. Ja, das Kaffee. Ist nicht gut, gell? Der Jakob. Der Jakob ist da. Gott sei Dank ist mein Schwager wieder so, wie er war. Aber schöner war er schon, wie er jung war. Genau so einer müsste halt einmal kommen. Zilli! Jesus Maria! Psst. Nicht so laut, es darf keiner wissen, dass ich da bin. Ja, aber ich hab noch mal her müssen. Ich hab nicht vorgekommen, ohne dass ich mit dir noch mal rede. Aber wie ist man denn? Ich mein, da steht der Jakob als ein Junger und da draußen ist der Jakob als ein Alter. Schau, ich hab die Rollen bloß gespielt vom Jakob. Dass deine Schwester, die Kathi, glauben soll, der Jakob ist wieder jung geworden. Ja, ich bin ja ganz durcheinander, aber sag mal, wer bist denn dann du? Ich bin der Toni, ein Zimmerzeit aufgehend. Und wie ich dich vor drei Tagen das erste Mal gesehen hab, war ich gleich narrisch verliebt in dich. So schnell geht es bei dir? Ja. Und wie ich gemerkt hab, dass ich dir nicht ganz gleichgültig bin, da hab ich gewusst, dass ich zu dir gehöre. Ich glaube, ich muss mich erst erfangen. Ja, da hol ich dir dabei. Ist schon gut, Jakob, ich komm gleich, gell? Zilli? Zilli? Ah! Aber der Jakob ist doch da. Ja. Wer bist denn du? Ich bin der Toni, ein Zimmerzeit aufkind. Ja, Bayerin. Wir haben da eine kleine Komödie vorgespielt, damit du und dein Mann und dein Mann und du und da dabei haben wir mich in die Zilli verliebt. Ja, habe ich dir recht. So ein schöner Schwindel. Aber Toni, darfst du es nicht nachtragen? Nein, mach ich nicht. Mein Lieber, du hast aber deine Rolle nicht schlecht gespielt, das muss ich schon sagen. Ja, dann hast du ja du. Du gehst jetzt sofort raus und holst mir einen Simon. Geh zu, frag nicht, geh nur zu. Und du gehst auch, lass mir los. Aber zwingst du ein Zilli immer. Nein, ist schon gut, geh nur zu. Nein, dann hat ja der. Oh Gott, das will das, wenn mein Jakob erfahrt. Ui, dann ist Feier. Ja, Kathi, was ist los? Ich hab gerade die Zilli und den Ton nicht erwischt. Was? Ja, das Rümpf, ich hab doch ausdrücklich gesagt, der soll heimfahren. Den Liat verpatzt aber alles. Nein, lass das nur jetzt. Um das geht's gar nicht. Was dann? Ich kann meinem Mann nicht mehr ehrlich in die Augen schauen. Warum? Ja, in der Nacht, wo der Toni als falscher Jakob zu uns gekommen ist, da war er bei mir in der Schlafkammer. Was? Ja, hin, Herrschaftszeiten haben wir. Ja, aber es war ja bloß einmal. Bloß einmal. Ist das schon zu viel? Wir haben es ihm ausdrücklich verboten. Aber nein, ich sag's ja, wenn man nicht überall selber dabei ist. Der Jakob darf ja nichts erfahren davon, gell? Nix da, der Jakob muss erfahren. Ja, was macht's denn hier für dumme Sachen? Ja, die Zilli hat mir gesagt, dass du alles weißt. Sag, hat dann nimm das bloß gemacht. Nein, du brauchst überhaupt nichts sagen. Jakob, ja? Ich hab die Lehre redlich verdient. Na, dann ist ja alles gut. Nein, es ist nicht alles gut. Warum denn nicht?
Wir haben ein teures Lehrgeld gezahlt. Wieso? Es ist was dazwischen gekommen. Ja, was denn? Ja, weil dann... Red halt du einmal. Ja, also was ist denn? Hey, Jakob, nimm's nicht so tragisch. Was denn? Schau, das kann ja mal vorkommen. Was kommt vor? Also jetzt war... Ja, es war ja, so. Also was? Die Karte. Die Karte? Ja, und der Toni. Was, die Karte und der Toni? Ja, der ich kann nichts dafür, er war's. Was ist mit der Karte und der Toni? Simmel, da bist du auf dem Holzweg. Wieso? In der Schlafkammer von der Kathi, da war ich nie drin. Was? Ja, wer war denn das dann? Ich! Jakob, ja? Du warst es. Ja. Ja. Aber du hättest es doch überhaupt nicht nötig gehabt, noch mal jung zu werden. Na, schau, Katerl, du hast mir nichts mehr Tolles zugetraut. Also weißt du, das ist eine Gemeinheit, mich in aller Früh aufzuwecken, wo ich sogar geschlafen habe. Aller Früh? Es ist 3 Nachmittag. So spät ist schon? Ja. Und wo ich so schön geträumt habe. Schön? Ja. Geträumt? Mhm. Ja, dann kannst du nur von mir geträumt haben. Von dir? Ja. Ja, von dir auch. Ehrlich, ja. Verzeih, was hast du denn geträumt? Du, das kann man gar nicht erzählen. Nein! Ja. Also Schande! Geh, also solche unanständigen Sachen von mir träumen. Na, also da kann ich bloß nur sagen, voll Teufel kann ich da nur sagen. Also ich möchte es auch gar nicht wissen, okay, was du träumst. Jetzt sag schon mal, was du dran hast. Also pass auf. Wir zwei, wir sind ganz allein in der Küche draus gewesen. Wir zwei allein? Ja. Das geht schon gut an. Und auf einmal ja, bist du wieder jung geworden. Ja, und dann? Und dann, bis ich mich umgeschaut habe, ja, bist du auf dem Besen zum Kamin ausgeritten. Da kann jetzt ich wieder nicht lachen. Ich schon. Ja. Ja, aber bitte, was kann man schon von einem Mann verlangen, dass das Leben eines anderen führt? Du bist gut. Ich genieße heute meine Jugend. Ja, aber warum denn immer außer Haus? Ach so. Wo das Gute liegt so nah. Ja. Ja, komm. Zinzi, jetzt komm weiter aus unser Lohr. Schon wieder. Naja, also dann. Oh Mann, gibt's jetzt Ärger? Mhm. Da gibt's Ponchos! Na, Kathi, was hab ich denn besonders an mir? Was du besonders an dir hast? Dass du ausgemacht und Lump geworden bist.
Ah, da schon her. Sind wir schlecht aufgelegt? So, und das wundert dich. Hm? So eine Frechheit ist mir doch noch nicht untergekommen. Kathi, was hast du denn? Ja, sag mal, meinst du denn, ich weiß nicht, was du treibst? Hm? Es ist eine Schand vor dem ganzen Dorf. Keine Nacht mehr bis daheim. Und was war mit der ersten Nacht? Ja, das eine Mal. Ach so. Und da warst du auch am liebsten ins Wirtshaus gegangen. Ja, mein Gott, nein. Ich geh halt so gern ins Wirtshaus. Ja, ja. Und jede Nacht kommst du mit einem Mords drum rausschwamm. Und so kurz Geld hängst du an die Weiber hin. Hinter jedem Schürzenzipfel bist du her. Ja, meinst du, dass ich da noch länger zuschaue? Schau, Kathi, wenn's mir halt alle so gern haben, ich kann doch auch nichts dafür. Jugend hat eben keine Tugend. An ständigen Sachen von mir träumen. Na, also da kann ich bloß nur sagen, pfui Teufel kann ich da nur sagen. Also ich möchte es auch gar nicht wissen, okay, was du träumst. Jetzt sag schon mal, was du dran hast. Also pass auf. Wir zwei, wir sind ganz allein in der Küche draus gewesen. Wir zwei allein? Ja. Das geht schon gut an. Und auf einmal bist du wieder jung geworden. Ja, und dann? Und dann, bis ich mich umgeschaut habe, bist du auf dem Besen zum Kamin ausgeritten. Nicht lachen. Ich schon. Ja, aber bitte, was kann man schon von einem Mann gut verlangen, dass das Leben eines anderen führt? Du bist gut. Ich genieße heute meine Jugend. Ja, aber warum denn immer außer Haus? Ach so. Wo das Gute liegt so nah. Ja, komm. Sind Sie? Jetzt kommt weiter los, unser Lohr. Schon wieder. Naja. Also dann. Oh Mann, gibt's jetzt Ärger? Mhm. Da gibt's Ponchos! Na, Kathi, was hab ich denn besonders an mir? Was du besonders an dir hast? Dass du ausgemachter Lump geworden bist. Ah, da schon her. Sind wir schlecht aufgelegt? So, und das wundert dich. So eine Frechheit ist mir doch noch nicht untergekommen. Kathi, was hast du denn? Ja, sag mal, meinst du denn, ich weiß nicht, was du treibst? Hm? Es ist eine Schand vor dem ganzen Dorf. Keine Nacht mehr bis daheim. Und was war mit der ersten Nacht? Ja, das eine Mal. Ach so. Und da warst du auch am liebsten ins Wirtshaus gegangen. Ja, mein Gott, nein. Ich geh halt so gern ins Wirtshaus. Ja, ja. Und jede Nacht kommst du mit einem Mords drum rausschwamm. Und so kurz Geld hängst du an die Weiber hin. Hinter jedem Schürzenzipfel bist du her. Ja, meinst du, dass ich da noch länger zuschaue? Schau, Kathi, wenn's mir halt alle so gern haben, ich kann doch auch nichts dafür. Jugend hat eben keine Tugend. Das sind ja nette Grundsätze. Hm? Du vergisst nur, dass du so ganz nebenbei auch noch mein Mann bist. Jawohl. Und du, mein liebes Weiberl. Rühr mich nicht an, sag ich dir. Wie's meinst? Sag doch bloß das eine. Du änderst ab sofort deinen unsoliden Lebenswandel. Vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, dass wir unsere Ehe einigermaßen wieder zusammenflickern. Und wenn ich es nicht tue? Dann lauf wieder auf und davon! Na also, jetzt haben wir dich genau da, wo wir dich hinhaben wollten. Und nichts runter! Schaut's nur, deswegen bin ich ja da, gell? Schon, gell? Ja, Frau. Das ist überhaupt nicht notwendig. Jakob, erzähl lieber, wie war's denn beim Doktor? Ja. Ja, was soll der da früher erzählen, gell? Ja. Jetzt lassen halt essen, sonst schlagt's ihm ja nicht an. Ja. Was sag halt, hat er der Velo? Ja, also, pass auf. Wie ich geimpft war, da ist mir auf einmal heiß geworden. Ja. Mein Blut hat zum Brodeln angefangen. Da hat's mich hinübergerissen. Ja, 2 Meter. Und wieder herübergerissen. 4 Meter. Und das war gerade so, wie wenn man einer die Haut entlängt ziehen darf. 6 Meter. Und auf einmal sind mir Funken vor die Augen vorbeigeflogen. Auf einmal hat's geracht. Und dann hat's blitzt. Bist du schnell gefahren? Was? Und meine Haare haben zum Kribbeln angefangen. Hatschi, meine Nase noch kitzelt. Als wie wenn man einen über den Fuß sind rübergefahren. Nein. Und dann? Ja, und dann? Na, dann bin ich eingeschlafen. Und wie ich aufgewacht bin, da war's geschenkt. Nein. Ja. So was, he? Ja. Was soll's gibt? Ja. Na, Wahnsinn, gell? Schaut's, gell? Ja, herein.
Ist er schon da? Ja. Ach, dann komm ich jetzt recht. Wo ist er denn? Bitte schön, da ist er. Mhm. Was da? Das gibt's ja nicht. Ja. Aber tatsächlich. Also ausschauen tut er wie früher, gell? Ja. Okay, war er wie aus alle Wolken gefallen. Mhm. Ja, das glaube ich. Also da kann man ja nur noch sagen, Gratulation zu so einer Wunderkur, ja, ja. Gell? Ja. Sieh mal, wer ist denn das? Grüß Gott, Frau Lehrer. Ja, Frau Lehrer, mein Lieber, jetzt geht's aus einem anderen Ton. Sapperment, juhu! Und dasselbe Temperament wie früher, gell? Ja, genau. Ja, meine Frau Lehrerin, gell, wenn Sie plötzlich wieder jung wären, dann würden Sie auch juhu schreien. Ja, nein. Nein, geht's zu bei uns. Na, was ist? Ist erlaubt? Darf man das Wundertier ein bisschen näher anschauen? Bitte schön. Nur herein in die Menagerie. Schaut sie mal, sie geht ja, wer kommt denn da? Ja, wer wird denn kommen? Der Klausner und seine liebe Frau, die Moni. Ja. Danke. Ja, da ist er ja, der Jakob. Ja, in voller Lebensgrüße ist er da. Jakob. Ja. Ja, sag mal, was haben sie denn mit dir angestellt? Ja, die haben sie ja total vermurkst. Ja, was ist? Gefällt jetzt, alter Grauderer? Na, du, keine Stunde bin ich dir neidisch. Wenn ich denke, dass ich nur mal so anfangen müsste. Ja, das werde ich. Da hin, Herrschaft, Zeitnahme, ne? Ja, aber es war ja bloß einmal. Bloß einmal. Ist das schon zu viel? Wir haben es ihm ausdrücklich verboten. Aber nein, ich sag's ja, wenn man nicht überall selber dabei ist. Aber der Jakob darf ja nichts erfahren davon, gell? Nix da, der Jakob muss erfahren. Ja, was macht's denn ja für dumme Sachen? Ja, die Tiri hat mir gesagt, dass du alles weißt. Sag, hat er mir das bloß gemacht. Nein, du brauchst überhaupt nichts sagen. Jakob, ja? Ich hab die Lehre redlich verdient. Na, dann ist ja alles gut. Nein, es ist nicht alles gut. Warum denn nicht? Wir haben ein teures Lehrgeld gezahlt. Wieso? Es ist was dazwischen gekommen. Ja, was denn? Ja, weil dann... Jetzt ja? Red halt du einmal. Ja, also was ist denn? Hey, Jakob, nimm's nicht so tragisch. Was denn? Schau, das kann ja mal vorkommen. Was kommt vor? Also jetzt war... Ja, es war ja, so. Also was? Die Karte. Die Karte? Ja, und der Toni. Was, die Karte und der Toni? Ich kann nichts dafür, er war's. Was ist mit der Karte und der Toni? Sieh mal, da bist du auf dem Holzweg. Wieso? In der Schlafkammer von der Kathi, da war ich nie drin. Was? Ja, wer war denn das dann? Ich! Jakob, ja? Du warst es. Ja. Ja. Aber du hättest es doch überhaupt nicht nötig gehabt, noch mal jung zu werden. Na, schau, Katrin, du hast mir nichts mehr Tolles zugetraut. Mal jemand, was ich will. Was willst du denn? Nicht auch einen Kaffee. Gut. Dann kommt zum Küchenhaus. Ja. Ich mach gleich einen. Ist gut. Mein Jakob. Ja, viel.
Wo ist denn der Toni? Er ist auf dem Heimweg. Dann geh weiter, komm, geh mal Kaffee. Das ist nur mein Der Jakob! Der Jakob ist da. Gott sei Dank ist mein Schwager wieder so, wie er war. Aber schöner war er schon, wie er jung war. Genau so einer müsste heute einmal kommen. Zilli! Jesus Maria! Nicht so laut, es darf keiner wissen, dass ich da bin. Ja, aber ich hab noch mal her müssen. Ich hab nicht vorgekommen, ohne dass ich mit dir noch mal rede. Aber wie ist man denn? Ich mein, da steht der Jakob als ein Junger und da draußen ist der Jakob als ein Alter. Schau, ich hab die Rollen bloß gespielt vom Jakob, dass deine Schwester, die Kathi, glauben der Jakob ist wieder jung geworden. Ja, ich bin ja ganz durcheinander, aber sag mal, wer bist denn dann du? Ich bin der Toni, ein Zimmerzeit aufgehend. Und wie ich dich vor drei Tagen das erste Mal gesehen hab, war ich gleich narrisch verliebt in dich. So schnell geht es bei dir? Ja. Und wie ich gemerkt hab, dass ich dir nicht ganz gleichgültig bin, da hab ich gewusst, dass ich zu dir gehöre. Ich glaub, ich muss mich erst erfangen. Ja, da helfe ich dir dabei. Ist schon gut, Jakob, ich komm gleich, gell? Zilli! Zilli! Der Jakob ist doch da. Ja. Wer bist denn du? Ich bin der Toni, ein Zimmerzeit aufkind. Ja, Bayerin, wir haben da eine kleine Komödie vorgespielt, damit du und dein Mann und dein Mann und du und da dabei haben wir mich in die Zilli verliebt. Ja, habe ich, Deri. So ein schöner Schwindel. Aber Toni, darfst du es nicht nachtragen? Nein, mach ich nicht. Mein Lieber, du hast aber deine Rolle nicht schlecht gespielt, das muss ich schon sagen. Dann hast du ja du. Was hast du denn? Du gehst jetzt sofort raus und holst mir einen Simon. Geh zu, frag nicht, geh nur zu. Und du gehst auch, lass schnell an. Aber zwingst du ein Zilli immer. Nein, ist schon gut, geh nur zu. Nein, dann hat ja der. Oh Gottes Willen, das will mein Jakob erfahren. Ui, dann ist Feier. Ja, Kathi, was ist los? Ich hab gerade die Zilli und den Ton nicht erwischt. Was? Ja, das Rümpf, ich hab doch ausdrücklich gesagt, er soll heimfahren. Ich hab verpatzt aber alles. Nein, lass das nur jetzt. Um das geht's gar nicht. Was dann? Ich kann meinem Mann nicht mehr ehrlich in die Augen schauen. Warum? Ja, in der Nacht, wo der Toni als falscher Jakob zu uns. Ja! Ich sage dir, Zilli, wenn er mich genommen hätte, hätte das Ganze nicht gebraucht. Ja, wenn er es getan hätte. Er hat es aber nicht getan. Ja, und das ist ja die ganze Gemeinheit. Naja, wer weiß, ob das überhaupt mit dieser Verjüngungskur so gut rausgeht. Geht zu, Zenzi. Das sagst du jetzt bloß, weil du der Kathi neidig bist, dass sie jetzt einen jungen Mann kriegt. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Ich war ja schon froh, wenn ich einen alten kriege. Was ist denn jetzt mit euch zwei? Seid ihr fertig? Freilich sind wir fertig. Schau. Ha? Ja. Hat er schön gemalt. Der Maler hat gemalt. Als Junger trittst du ein. Schön, gell? Sehr schön, ja. Wirklich schön. Und hast du die Brotzeit hergerichtet? Ja. Geschmolzen sind auch schon fertig. Ja, du hast gesagt, schön sind sie geworden. Freut mich, ja. Zinzi, hast du das Bier hergerichtet? Freilich. 20 Flaschen stiegen im Keller. Gut. Das heißt, eigentlich sind es bloß noch 19. Was? Wieso? Ja, eine habe ich selber gesoffen. Oh. Nein, ich habe einen Dusch gehabt. Und die restlichen 19, die werden schon lange für einen Rausch. Naja, jetzt hast du eigentlich auch wieder recht. Ja, dann könnten sie jetzt endlich kommen. Mein Gott, hoffentlich hat der Zug keine Verspätung gehabt. Nein, ich hab jetzt eine Viertelstunde hin und der Herr spielt doch auch keine Rolle. Die spielt schon eine Rolle, wenn ich schon so nervös bin. Die Herwarterei, die macht mir so narrisch, ich kann das gar nicht sagen. Das glaube ich schon. Es ist ja auch keine Kleinigkeit, wenn der eigene Mann frisch aufbügelt wird. Ja. Also ich bin ja so neugierig, wie es ihn hinkriegt. Was? Ich mein, wie es ihn herkriegt haben. Sei so gut. So wird er dann doch nicht verschandelt sein, oder? Aber wer weiß, muss er doch was von einem Affen eingespritzt haben. Ja. Vielleicht hüpft er jetzt von Baum zu Baum.
wo nehmen wir denn die Bananen her? Ist ja wahr, ich kann ja den Affen nicht verhungern lassen. Also klappt's das. Du bist wirklich furchtbar. Was kommt von draußen rein? Jetzt jetzt auf, Zinzi. Na, Schmarrn, nix, ich hab mich täuscht. Täuscht? Hollerei, hollerei, Zinzi. Glaubst du, es sei heute nicht so gescheit? Bin schon sick für nervös, dass ich bin. Jetzt doch mein feines Lippchen zeigen. Jetzt auf. Ja, na, rede ich da miteinander, als wäre aufgescheucht die Hähne. Nein. Ob man einen Bauern noch kennen wird, ha? Jetzt musst du auch noch anfangen. So wird er dann doch. Ist ja recht. Und mein Moni wird sich dann schon mal erkenntlich zeigen, gell? Beim Bauern? Ja. Ist ja jetzt eine gute Kundschaft geworden, der Jakob. Gerade wie früher, wo ich noch nicht verheiratet war mit der Moni. Ja, ja. Mein Moni hat mir heute wieder eine große Freude gemacht. Okay, ja. Was denn? Ja, sie hat mir gesagt, dass wir im Sommer wieder. Schon wieder? Ja. Na bravo, da sind sie jetzt 80. Ja, jetzt gehen uns bald Namen aus, gell? Freilich, dann lassen wir mal die Väter und die Kinder alle zusammen, dann können sie einen Stammtisch aufmachen. Eigentlich ist schon komisch, gell? Was? Der Jakob hat sich verjüngern lassen. Und bei mir hat's geklappt. Das darf doch nicht wahr sein. Also manchmal sind die Mannsbilder, als wäre, wenn sie ein Bredel vor mir hätten. Katha. Simon, was ist denn? Ich bin ganz desperat. Okay. Warum? Wie ein Jakob. Ich glaub, die spritzen lassen noch. Oder vielleicht hat ihm der Doktor zu wenig von dem Affen eingespritzt. Oder vielleicht hat er sonst einen Kunstfehler gemacht. Meinst du wirklich? Ja, ja. Oder vielleicht hat er ihm zwei von einem alten Affen eingespritzt. Ja, und was sagt da der Jakob dazu? Simmerl, hat er gesagt, aus ist mit der Herrlichkeit. Vorbei ist die Jugendzeit. Aus. Aus ist mit der Herrlichkeit. Du meinst, er wird wirklich wieder alt? Mein Jakob wird wieder alt? Yes. Ja, halt, wo rennst du denn hin? Ja, zu meinem Jakob. Nein, bleib noch da, der kommt dann von selber. Ich bin bloß vorausgegangen, damit ich dich vorbereite. Oh, Katrin, da bin ich wieder. Jetzt hast du den alten Jakob wieder, gell? Gott sei Dank. Die Verjüngungskur war die größte Dummheit, die wir mir zwar gemacht haben. Nein, Schau. Wir fangen jetzt ein neues Leben an. Gut. Und jeden Wunsch, den ich dir von den Augen ablesen konnte, ist, wo ich da. Ja, dann fang gleich das Lesen an. Ja. Ja. Ich glaub, du magst jetzt einen Kaffee. Was, einen Kaffee? Ja. 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 Aber nur, wenn du einen willst. Nein, Jakob, wenn's du willst. Ja, wenn's du willst. Na, wenn's du willst. Na, wenn's du willst, willst du. Vielleicht fragt doch mal jemand, was ich. So, Bayerin, du schon her. Du hast jetzt deinen Kaffee. Ich mag keinen Zinsen. Trag ihn wieder raus. Nein, da sauf ich ihn lieber schon selber. Wo ist denn der Bauer? Der Bauer? Der schlaft noch. Jetzt um 3 Nachmittag? Freilich. Er ist erst um 4 in der Früh heimgekommen. Glaubst du, so macht das jetzt die ganzen 3 Tage, seit er vom Doktor heimgekommen ist? Jede Nacht? Das ganze Dorf lacht schon über ihn. Hinter jedem Schürzenzipfel ist er her und bussiert nur da, was er das Zeug hält. Das ist nicht mein Mo. Das ist ein anderer. Das ist schon der Jakob Hirnmoser. Aber der von früher. Ja, der war doch in seiner Jugendzeit auch nicht anders. Meinst du? Okay, sei so gut. Ruf mal die Zivi rein.
Und dann bitteschön wächst du den Bauern auf. Du hast schon recht. Da meine ich, hast du was eingebracht. Zilli! Da rein! So. Und jetzt wecke ich einen Bauern auf. Mit meinem lieblichen Stimmerl. Und sei so gut und geh zum Simon rüber. Sagst du, er soll zu mir rüberkommen, ja? Ist schon recht. Es handelt sich wohl um den Jakob, oder? Freilich. Schau, so geht es nicht mehr weiter. Du hast schon recht. Es ist schon wirklich ein starkes Stück, wie er es treibt. Gerade vorhin hat mir die Wegschau der Resi erzählt, dass er gestern auf die Nacht mit der Kellnerin von der Traube Arm in Arm spazieren gegangen ist. Mit der schieren Person? Hm? Ja, wahrscheinlich hat er sich gedacht, bei der Nacht sind alle hier schwarz. Mein Gott, das, wenn ich alles geahnt hätte. Ja. Geh weiter, Zilli. Geh rüber, hol mal Simon. Ich geh schon. Aber ob dir das immer helfen kann, das möchte ich bezweifeln. Grüß Gott, Frau Lehrer. Ja, grüß Gott. Komm es noch rein. Na, grüß Gott. Ja, Frau Lehrer, grüß Sie, na gut. Na, was machen denn Sie halt für Gesicht? Ach, mein Gott, ich bin noch nie so schweren Herzens zu dir rübergegangen als wie jetzt. Wieso denn? Ja, das kannst du ja denken, wegen deinem Jakob, ne? Ah ja. Also der Herr Pfarrer, der ist ganz aufgebracht. Übrigens, du sollst ja noch dann vorbeikommen beim Herrn Pfarrer, gell? Also du, jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ja, ging es nicht, Frau, ja. Ist für recht, ging es nicht, ja. Ja, ich bringe ja. Was sagst du jetzt da dazu? Ich glaube nicht dran. Ja, du nicht, aber die anderen glauben dran. Wie meinst du das? Und dabei ist mir eine Erleuchtung gekommen, wie ich dir helfen kann. So, ja, wie denn? Ja, die Erleuchtung kostet aber 50 Mark. Hm. Na, 50 Mark? Ja. Na, so eine teure Beleuchtung brauche ich nicht. Na, dann erlischt halt die Erleuchtung wieder. Was, Marco, du bist ja nur also, was geht? Ja, kannst du das merken, dass man 50 Mark schon. Nein, das kann ich mir nicht merken. Gut, dann schreiben wir es auf. Na ja, also. Eine Erleuchtung? Ja. 50 Mark. Gut, also, was also, ist das für eine? Du lass dich verjüngen. Ich? Nein. Das würde so passen. Ich lass mir doch von Kanaffen was nicht spritzen, oder? Zum Schluss hupfe ich von einem Baum zum anderen. Als wie der Tarzan im Lodenmantel. Nein, nicht so. Ja? Ja, was, ob dir ein Affe überhaupt noch helfen kann? Na, sei so gut. Also, selbst ist der Affe. Was? Selbst ist der Mann. Verstehst? Ja. Also, die Frau bildet sich doch ein, dass sie besser dran wäre, wenn du wieder jung wärst. Ja, das bildet sich ein. Eben. Hm? Und aus dieser Einbildung müsst man es kurieren. Aber wie? Indem, dass du jung wirst. Hm? Und dich in deiner Jugend so aufführst, dass sie sich sehnlichst wünscht, dass du wieder alt wärst. Das ist alles schön und gut, aber die Impferei mache ich nicht mit. Braucht's ja gar nicht. Für dich wird ein anderer jung. Was? Jetzt spinnst du aber komplett, oder? Also, pass auf. Du sagst zu deiner Frau, dass du ihr zuliebe die Verjüngungskur mitmachst. Ja. Hast sozusagen in die Stadt rein, zum Doktor. Aha. Und am anderen Tag kommt für dich ein anderer wieder zurück. Ein anderer? Ja, wer denn? Der Toni. Der Toni? Ja. Ja, das glaubt meine Frau nie, dass ich als ein anderer wieder heimkomme. So ein anderer bist du ja wieder nicht. Was? Nicht, wenn sie dich um 30 Jahre verjüngen lässt, dann kannst du nicht wieder so ausschauen wie jetzt. Ja, der scheitert doch runtergerissen gleich. Na, denn, ja, der stimmt schon. Ja, eben. Und der zieht dein Gewand an, nimmt die Brieftaschen von dir und tut den Ehering hin. Ja. Ja. Ja, das ist alles schön und gut, aber es gibt gewisse Dinge, die wo der Toni nicht wissen kann. Das ist ja kein Problem, das sagst du ihm halt einfach. Was? Oder es ist vielleicht ein bestimmtes Fleckerl oder ein Muttermal an einer bestimmten Stelle, das nicht für jedermann zugänglich ist. Sie hat. Das ist ja großartig. Wenn der Toni das Fleckerl kennt, nicht wahr, dann kann sie gar keinen Zweifel mehr haben, dass das du bist. Na ja. Ich geh jetzt noch gleich rüber und hol ihn rüber. Ja. Dann kannst du mit ihm selber reden und. Ja. Musst du da ein bisschen was springen lassen? Was werden das kosten? Ja, sagen wir mal, für einen Buben 100 Mark. Was? Ja, und die 300 Mark, die da ich schuldig bin, die schenken dir. Ah. Das ist für eine teure Kuh, das sagen wir dir. Können Sie auch bleiben lassen. Na ja, jetzt kommt jetzt eine also Kuh von. Und zieht sie vor, scheißerl wichtig hat er es gehabt mit mir. Und dann? Dann hat er deine ältere Schwester geheiratet. Da
hat ihm halt dann die Kathi besser gefallen. Die Kathi besser gefallen. Den ganzen Tag hat sie ihm schöne Augen gemacht und nur nach seinem Willen hat sie ihm gekriegt. Mei, auf sowas fliegen halt die Mannsbilder. Naja, und jetzt hat sie's. Jetzt ist er ihr zu alt. Naja, ich hätte ihr ja gleich sagen können. Ach, bei mir hätte der Bauer so schön gehabt. Jetzt dreht nicht immer so respektlos von der Bayerin. Ist ja Bohrer. Jetzt hörst du's. Macht's ihm schon wieder Kellwurz. Immer die Scheibe da. Lass mir mal in Ruhe. Immer das Gleiche, man kann ja nichts mehr recht machen. Ne? Und weißt du auch warum? Ja, natürlich, aber das hat sie auch gewusst, dass ich 25 Jahre älter bin wie sie und dass alles auf der Welt einmal ein Ende hat. Und dass man als Alter nicht mehr so rumspringen kann, als wie der Junge. Ja, das schafft die Tour ja sowieso, was ich kann. Ne? Und das ist ja auch noch zu wenig. Hm? Gott, jetzt red's halt nicht so dumm daher. Deswegen geht's doch auch nicht anders. Ja. Und du, Schwager? Ja. Ja, dann nimm dich halt ein bisschen zusammen. Komm, du hast leicht reden, gell? Ja. Ja, was ist denn? Was ist denn? Weiter, es wird Zeit, dass wir in die Kirche gingen. Was tust denn du da wieder? Das ist doch mein Pfeifen durch die Putzen, ne? Ja, hast denn du keine andere Arbeit? Ja. Glaubst du, sie schmeißt dir deine alte Pfeife noch mal auf den Misthaufen? Und meinst du, dass dann sauberer wird? Was macht man bloß mit einem so einem Mannsbild? Ja. Nicht so blond, den halt. Halt dich doch du da raus. Hättest du ihn halt mir lassen? Verschwind sie jetzt auch schnell. Sag mal, Katerl, warum bist du denn immer so zwider mit mir? Ich tue dir doch nichts. Das stimmt. Hm? Ich war dir immer treu, gell? Naja, das hat ja keine große Anstrengung gekostet, gell? Ja, schafft. Immer musst du von demselben reden, ne? Bin immer in dem Alter, wo man seine Ruhe haben will, ne? Jakob, bitteschön. Wir sind erst 4 Jahre verheiratet. Ja? Ja. Ja, jeder auf seine Weise, gell? Also, mir gefällt schon recht gut, so wie du wieder bist. Gell? Ach, Mira! Ja. Komm, Mausibärli, wir gehen wieder heim, gell? Jetzt haben wir ihn schon gesehen. Ja. Der Gott beinahe. Ja, vier, drei. Ja, gut. Ja, hast du eine Viererei? Und jetzt wollt ihr jetzt da abräumen, gell? Ha? Ja, genau. Und dann jetzt Geschirr abwaschen noch. Was? Heut noch? Ja, heut noch. Ja, aber so brisiert doch das wirklich nicht, oder? Ich will nicht nachschnaufen, das macht's jetzt. Und wenn's fertig seid, dann geht's ins Bett. Was? Jetzt schon? Ja, jetzt. Ja, ja. Das sagst du bloß, damit du ja schnell genug mit deinem Mann wieder allein bist. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Jakob. Gute Nacht. Jetzt ist schon gut, Schleichti. Und du bist jetzt auch müde, gell? Ja, das könnte ich jetzt nicht behaupten, gell? Aber Jakob, du musst doch müde sein, nach dieser Anstrengung. Ach so, meinst du? Ja. Also, ich geh nachher da. Gehst und trunken hab ich. Und wenn ich was schuldig bin, dann schreibst du es auf. Dann hast du im Winter was zum Lesen. Danke recht schön, Simon. Dankeschön. Glaub mir, es soll dein Schaden nicht sein. Naja, bin ihm treu beigestanden in seiner schweren Stunde. Ja. War sozusagen sein Geburtshelfer, gell, Jakob? Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Ich werde mich dann schon erkenntlich zeigen, gell? Ist schon recht. Jakob, vierte gut, vierte gell? Nachher, gell? Denk an die verbotene Frucht. Vierte, gell? Vierte, 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 gell? Ja. Vierte, gut, mach gut. Ja, ist das Jakob? Kann ich dich erst einmal so richtig mit Ruhe betrachten? Hey, Kathi, da siehst du doch nichts Besonderes. So? Mein Gott, was du jetzt für ein liebes Geschau gekriegt hast. Ja, schau, ich bin halt jetzt um 30 Jahre jünger.
Ich konnte es immer noch nicht so richtig begreifen. Ja, das lernst du schon. Oh, was hast du denn jetzt? Ja. Was bist du denn jetzt auf einmal so komisch? Ja, oder magst du mich jetzt nicht mehr? Ja, du bist gut, Kathi. So wie du mich immer behandelt hast, an das muss ich mich jetzt erst gewöhnen, gell? Ja, schon freilich, aber glaub mir's, Jakob. Jakob, das soll jetzt alles anders werden. Meinst du? Ganz bestimmt. Ich habe jetzt gar keinen Grund mehr, dass ich garstig bin zu dir. Ach so. Jakob, ich habe noch nicht einmal ein Puzzle gekriegt. Ja, das mag ich nicht, das könnte jetzt wer kommen. Na, was hast du denn jetzt? Was bist denn so komisch? Da ist doch nichts dabei, weil sie ein Mann und ein Weib gern haben. Ja, du hast recht. Und jetzt mag ich aber das Puzzle. Gott, was war jetzt das? Das war der Vater. Nicht. Ja, Jakob! Ja? Geh mal weiter! Bist du schon im Bett? Ja! Uiuiuiui. Mein Gott, nein. Und da darf man nicht rein zu der verbotenen Frau. Dass du noch gekommen bist. Ja, das ist die Gang, dass ich noch komme, gell? Ja, ich bin ja froh, dass du gekommen bist. Ja. Ich weiß nicht mehr aus und ein. Warum? Jakob, wo bleibst du? Ja. Du hörst es. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ja, du nix. Vater, ihr kommt diese Verjüngung sowieso schon spanisch vor. Ja. Weißt du was? Was? Du gehst da rein. Wie? Ja, frei. Ach, reiß ich mich, hab ich da Teufel noch mal. Was? Das Licht hat schon ausgetragen, noch kennst du nicht. Ja. Freilich. Ja, darauf bin ich ja gar nicht vorbereitet. Jetzt besinn dich nicht lang. Bevor es Tag wird, bist du verschwunden. Ja, verstehst? Ja. Und dann weiß sie nicht, dass du der Stellvertreter vom Stellvertreter warst. Mann, freilich. Die Idee war nicht so übel, gell? Ja. Ja. Was tust du denn noch so lang? Ja, ich komm gleich. Jetzt geh weiter, Vater. Komm, ja, komm. Meinst du noch? Also gut, dann packt man es halt. Jawohl. Hoffentlich blamiert er mich nicht. Kaffee? Ich mag keinen Zinsi. Tragen wir den aus. Nein, da sauf ich ihn lieber schon selber. Wo ist denn der Bauer? Der Bauer? Hm. Der schlaft noch. Jetzt um 3 Nachmittag? Freilich. Er ist erst um 4 in der Früh heimgekommen. Glaubst du, so macht das jetzt die ganzen 3 Tage seit Geld? Ich hab mir eigentlich gedacht, du kommst und bringst das Geld zurück. Was denn für ein Geld? Das dir der Bauer geliehen hat. Du hast gesagt, im Sommer zahlst du es zurück. Okay. Ja. War das vielleicht heuer Sommer? Ich mag 80 Pfennig da die Grün für die Reparatur. Geh weiter, Jakob. Sei so gut, gib's ihm. Ja, ich gib's ihm. Und ich wünsche mir bloß, dass wir das nächste Jahr einen wunderschönen Sommer kriegen, gell? Zu was? Ja, dass du endlich einmal deine Schulden zahlst. Was denn? Da wollte ich mir nicht oder Temperament. Ja, da sagst du mir nichts Neues, ne? Das ist da wohl nicht recht. Aber was heißt nicht recht? Wenn man mal 60 ist, dann weiß man nicht mehr, was mit so viel Temperament anfangen soll, ne? 60 Jahre ist doch nicht zu alt. Ich bin auch nicht zu alt, aber sie ist zu jung. Aber daher weht der Wind. Was? Ja, ja, du hast es auch arg drin in deiner Jugend. Nein, ich hör doch auf. Da, also da. Ja, die Pomaden, wo ich hinkomme, oder? Ja, mein weiß es noch. Das andere. Das andere? Herrgott, das war der Samen und Teufel, gell? Na, und die Bertha. Die Bertha? Ne, Bertha hat ein bisschen geschirgelt, ne? Ja, ja.
Jetzt mal, wenn wir zwei geschmust haben, hab ich gemeint, hinter mir steht noch einer. Ja. Und die Zilli. Zilli hat ein bisschen einen kurzen Fuß gehabt. Ja, hat er nichts gemacht, dafür war der andere ein bisschen länger. Ja, das stimmt. Ja. Jesus, Jesus. Ja. Und die Reiter Maria. Reiter Maria. Oh, jetzt fällt mir ein, warum ich überhaupt gekommen bin. Warum denn? Rat einmal, wer mich gestern auf die Nacht noch besucht hat. Woher soll ich das wissen, wer denn? Der Toni. Der Toni? Ja. Was denn für Toni? Ja, der Reiter Toni, dein Bub. Nein. Bist denn du wahnsinnig, wenn das mal alle hört, dass ich am Bumba, wo sie nicht beteiligt ist? Um Gottes Willen, der Teufel war los. Ist doch nicht so schlimm, du warst doch damals noch nicht verheiratet. Ja, das schon, aber was will er denn überhaupt da? Ja, auf der Durchreise ist er. Ja. Gestern Abend ist er mit dem letzten Zug gekommen, ja. Da hat er bei mir, seinem Taufpaten, übernachtet. Aha, und wo ist er jetzt? Ist er bei mir noch daheim und schlaft. Bei dir daheim? Wie ich das letzte Mal gesehen hab, da war er so ungefähr um die 10 Jahre rum. Ja, ja, ja. Jetzt müsste er um die 30 sein, gell? 30 ist er benannt, ja. Fescher Kerl, hat sich sauber ausgewachsen. Sauber, Bursch. Das schaut dir runtergerissen gleich. Ja, wie der Schee, das kann er nur von mir sein. Ja. Hast du dahinter so ein Beutel aus deiner Jugend? Ja, gerade so wirst du. Ist da. Ja. Genau. Und gerade so wirst du damals ausgeschaut hast, ja. So schaut er jetzt aus. So schaut er aus? Ja, bloß ein bisschen intelligenter. Das hat er nicht von mir. Das hat er von seiner Mutter. Ja, aber sauber, was war ich für ein bildhübscher Mensch? Und ein Schürzenjäger ist was das. Was ist ein Schürz? Was der mir für Geschichten erzählt hat. Wo hat er denn das her? Das hat er von dir. Und das hat er von mir, so. Ja, ja. Da würde ich ihn gerne wieder einmal sehen. Ne? Ja, also ist kein Problem, dann bringen ihn halt ja noch mit rüber. Bist du wahnsinnig, das. Du denkst, aber ich kann jetzt nicht so reden, wie ich möchte. Das darf dir ja nichts nützen. Du Zilli, weißt was? Du kommst heute Nacht hinters Haus und dann erkläre ich dir die ganze Geschichte. Da, schau her. Ja, da bestell dir nur andere hin. Mich kriegst du nicht drauf. Und jetzt muss ich in die Küche aus. Der Zenzi-Helfer. Zilli, Zilli, begreif doch, dass ich sakrisch verliebt bin in dich. So, jetzt muss ich ja doch wohl oder übel zum Fahren über. Das fürchte, werden wir dir auch kein Rat wissen. Mein Gott. So, jetzt bin ich da. Fertig, du hast mich Ruhe verlassen. Ja, ich hab dich Ruhe verlassen. Ja, was ist? Mein Lieber, mit der Verjüngung, da hast du was Sauberes angestellt. Ich? Ja, du. Ah, jetzt war auf einmal ich schuld. Das bist du. Dir ist der ganze Blödsinn eingefallen. Ja, aber du warst einverstanden, nicht? Du hast dich sogar närrisch gefreut, wie er so als Junger da gestanden ist. Ja, freilich. Einen sauberen Lumpen habt's gemacht aus meinem Jakob. Du und der damische Doktor da in der Stadt drin. Aber das sag ich dir, den will ich erwischen, mein lieber Schwan. Den tät ich auf Schadenersatz verklagen. Dich werde ich verklagen. Mich? Jawohl. Jetzt bin ich schuld. Ja, sag's ja. Undank ist der Welt, aller Laster Anfang. Es war ich schuld, weil dein Alter überstreng hat. Du bist auch schuld, weil dir das alles eingefallen ist. Ich sag dir bloß das eine. Du wirst am Jakob jetzt sauber ins Gewissen reden. Du bist schließlich sein bester Spezi. Ich meinst, dass auf mich mehr erhört als wie auf dich. Wie du das machst, das ist doch mir sowas von Wurscht. Du kannst doch gerade so gut von mir verlangen, nicht? Also, dass ich ihn wieder alt mach. Mein Gott, wenn ich nur meinen guten, meinen lieben alten Jakob wieder haben kann. Nichts wäre mir lieber wie das. Simon, ich sag dir das eine, gib mir meinen Jakob wieder zurück. Beißt bitte rum, es wird Medizinflaschen. Vorgebracht schütteln. Weißt du schon gar nicht mehr, was ich tue? Hab ich da also richtig gehört, dass du deinen alten Jakob wieder möchtest? Wirst du noch gerade so fragen kannst? Nix war mir lieber auf der Welt wie mein lieber alter Jakob. Jetzt geh ich zum Pfarrer, aber ich fürchte halt, der wird mir auch keinen Rat wissen. Und dir sag ich das eine. Wenn du dem Jakob jetzt nicht ganz sauber zuredst, dass er sich ändert, dann brauchst du keinen Fuß mehr in mein Haus setzen, weil sonst fliegst du den hohen Bogen wieder rauf. Guter Junge, mal die Kau.
Das ist mir nichts Neues, ne? Das ist da wohl nicht recht. Aber was heißt nicht recht? Wenn man mal 60 ist, dann weiß man immer, was mit so viel Temperament anfangen soll, ne? 60 Jahre ist doch nicht zu alt. Ich bin auch nicht zu alt, aber sie ist zu jung. Aber daher weht der Wind. Was? Ja, ja, du hast es auch arg drin in deiner Jugend. Nein, ich höre doch auf. Da, also da. Ja, die Pomaden, wo ich hinkomme, oder? Ja, mein weiß es noch. Das Ammerl. Das Ammerl? Herrgott, das war der Samen und Teufel, gell? Na, und die Bertha. Die Bertha? Na, Bertha hat ein bisschen geschirgelt, ne? Ja. Jetzt mal, wenn wir zwei geschmust haben, hab ich gemeint, hinter mir steht noch einer. Ja. Und die Zilli. Zilli hat ein bisschen einen kurzen Fuß gehabt. Das hat er nichts gemacht, dafür war der andere ein bisschen länger. Ja, das stimmt. Jesus, Jesus. Ja. Und die Reiter Maria. Reiter Maria. Oh, jetzt fällt mir ein, warum ich überhaupt gekommen bin. Warum denn? Rat einmal, wer mich gestern auf die Nacht noch besucht hat. Woher soll ich das wissen, wer denn? Der Toni. Der Toni? Ja. Was denn für Toni? Ja, der Reiter Toni, dein Bub. Bist denn du wahnsinnig, wenn das mal heute hört, dass ich am Buben war, wo sie nicht beteiligt ist? Um Gottes Willen, der Teufel war los. Ist doch nicht so schlimm, du warst doch damals noch nicht verheiratet. Ja, das schon, aber was will er denn überhaupt da? Ja, auf der Durchreise ist er. Ja. Gestern Abend ist er mit dem letzten Zug gekommen. Ja. Da hat er bei mir, seinem Taufpaten, übernachtet. Aha. Und wo ist er jetzt? Ist er bei mir noch daheim und schlaft. Bei dir daheim? Wie ich das letzte Mal gesehen habe, da war er so ungefähr um die 10 Jahre um. Ja, ja, ja. Jetzt müsste er um die 30 sein, gell? 30 ist er benannt, ja. Fescher Kerl, hat sich sauber ausgewachsen. Sauberer Bursch. Der schaut dir runtergerissen gleich. Ja, mit der Schee, das kann er nur von mir sein. Ja. Hast du dahinter so ein Beutel aus deiner Jugend? Ja, gerade so wirst du. Ist er, ja. Genau. Und gerade so wirst du damals ausgeschaut hast, ja. So schaut er jetzt aus. So schaut er aus. Ja, bloß ein bisschen intelligenter. Das hat er nicht von mir. Das hat er von seiner Mutter. Ja, aber sauber, was war ich für ein bildhübscher Mensch. Und ein Schürzenjäger ist was, das. Was, ein Schürz? Was der mir für Geschichten erzählt hat. Wo hat er denn das her? Das hat er von dir. Und das hat er von mir, so. Ja, ja. Da würde ich ihn gerne wieder einmal sehen. Ne? Ja, also ist doch kein Problem, dann bringen ihn halt ja noch mit rüber. Das ist doch wahnsinnig, das ist ja viel zu gefährlich. Das macht doch nichts. Wenn wirklich wer dazukommt, dann sagen wir einfach, der gehört zu mir. Ja, das schon, aber diese verblüffende Ähnlichkeit, ne? Sagt er doch, der schaut intelligenter. Na, wird schon. Wenn jetzt mein Katerl noch mal so einen Buben gekriegt hat, mein Lieber, da hätte ich ein schönes Leben ja, damals. Das glaube ich, ja. Da müssen wir halt zum heiligen Flavinius zum Wallfahrten gehen. Tja. Der soll ja nach der Sage mit 100 Jahren ein junges Mädel geheiratet haben. Ja. Und aus dieser Ehe sind 25 Kinder entsprungen. Ach, hör auf. Ja. Aber freuen wir ihn ja. Ja. Das pressiert jetzt gar nicht. Mit der Schmuserei. Jetzt aber, ich werde doch meinem Mozart Begrüßung nur ein Puzzle geben. Ja, 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 freilich, aber das ist, weil da hat er. Auf dem nüchternen Magen vertragt das noch nicht so. Ja, ja. Da hat er sie mal ganz recht. Ja. Sitzt ihn doch gleich auf deinem Platz hier. Ja, danke schön. Du wirst doch jetzt bestimmt einen Hunger haben, oder? Also, ich könnte nicht sagen, dass ich keinen Appetit hätte, gell? Ja. Ja. Und was mich für einen Kalt anfängt. Gell, Toni? Was? Was? Wieso, Toni? Toni? Ja? Hab ich Toni gesagt? Ja, hast du gesagt? Ja, das wird weißt du, mein Schwester gesagt, der Karl, der heißt Toni. Und das hab ich jetzt verwechselt. Ach so. Naja, dann ist das freilich was anderes, gell? Aber es ist nicht zu fassen. Ja, es ist zu fassen. No! Naja, dann heben wir uns das Puzzle halt für später auf, gell? Ist schon recht, Kathi. Ja, und ich werde jetzt gleich die Brotzeit bringen, gell? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, dann werden wir eh schauen, wo das Bier bleibt, gell? Ja, die Idee ist noch besser. Jesus. Hui. Du, was denn? Es war ein fesches Weib, die Kathi. Ja, aber für dich eine verbotene Frucht, gell? Weil sonst war die ganze Komödie für Katz. Ja, aber gut, hast du es eingefädelt, die Geschichte. Sogar vom Bahnhof her sind wir gekommen. Ja, ich muss ja so ausschauen, als wenn wir mit dem Zug kommen. Ja. Gell? Deshalb Finger weg von der Karte. Ah, du, was die Zilli gefällt mir viel besser. Ja, da mische ich mich nicht rein. Komm mal! Wenn die mich erkennen. Was hast du erkennen?
Ich hab's daheim nicht mehr ausgehalten, bei dir drum hab ich mich rübergeschlagen, ne? Na, was du die gehabt? Ja. Ich hab doch gewusst, dass er Kader ist. Ja, was hast du? Hoffentlich hat ihn ja gesehen. Kein Mensch hat mich gesehen, möchte bloß wissen, ob's gut ausgegangen ist als. Wunderbar läuft's, ja. Wenn du uns nicht alles verbaust. Ja, natürlich nicht. Also, und Geld nicht vergessen. Bustelt mir nichts mit der Karte. Das weiß er doch. Dein Versprechen, wenn du dich hältst, dann bring ich dich um. Wir? Das weiß ich noch nicht. Ich muss doch so tun, zwecks der Verjüngung, sonst lacht sie doch aus. So tun, ja tut mir das, du darfst so tun und dann. Psst, sehr schön. Ist ja wahr. Du musst in das ganze Haus zusammenlaufen. Ja. Bist du so ein eifersüchtiges Mannsbild, was Blödes. Bin doch ich dabei zur Überwachung. Und du? Ja. Und bei der Nacht? Da schlaf ich. Da schlaft er. Ich muss ja auch mal schlafen. Aber ich bin wach und wie wach, dass ja, ich bin. Kannst du mal tun, nachdenken. Ja, sei doch gescheit. Ja, ich bin schon gescheit. Ich passe schon auf. Ich schau, dass er gut heimt. Ja, freilich. Einen sauberen Lumpen habt's gemacht aus meinem Jakob. Du und der dammische Doktor da in der Stadt drin. Aber das sag ich dir, den will ich erwischen, mein lieber Schwan. Den tät ich auf Schadenersatz verklagen. Dich werde ich verklagen. Mich? Jawohl. Jetzt bin ich schuld. Ja, sag's ja. Undank ist der Welt, aller Laster Anfang. Es war ich schuld, weil dein Alter überstreng hat. Du bist auch schuld, weil dir das alles eingefallen ist. Ich sag dir bloß das eine. Du wirst am Jakob jetzt sauber ins Gewissen reden. Du bist schließlich sein bester Spezi. Ich meinst, dass auf mich mehr erhört, als wir auf die. Wie du das machst, das ist doch mir sowas von Wurscht. Du kannst doch gerade so gut von mir verlangen, nicht? Also, dass ich wieder alt mach. Nein. Mein Gott. Wenn ich nur meinen guten, meinen lieben alten Jakob wieder haben kann. Nichts wäre mir lieber wie das. Simon, ich sag dir das eine, gib mir meinen Jakob wieder zurück. Beißt bitte rum, es wird Medizinflaschen. Vorgebracht schütteln. Weißt du schon gar nicht mehr, was ich tue? Hab ich da also richtig gehört, dass du deinen alten Jakob wieder möchtest? Wirst du noch gerade so fragen kannst? Nix war mir lieber auf der Welt wie mein lieber alter Jakob. Jetzt geh ich zum Pfarrer, aber ich fürchte halt, der wird mir auch keinen Rat wissen. Und dir sag ich das eine. Wenn du dem Jakob jetzt nicht ganz sauber zuredst, dass er sich ändert, dann brauchst du keinen Fuß mehr in mein Haus sitzen, weil sonst fliegst du den hohen Bogen wieder rauf. Und der Junge mal tiefhaus. Chinesen, wenn da gerade ein Donnerwetter reinfahren darf. Was ist jetzt wieder? Da bist du. Ja. Du bist schuld und der Vater mit einer saudummen Geschichte. An was sind wir schuld? Weil die Zille nichts wissen will von mir. Aber ich möchte die Zille haben. Ich will die Zille haben. Warte mal. Bist du wahnsinnig geblieben? Na was? Verliebt bin ich bis über bei die einen in das Mädel. Aber hat's dich erwischt? Ja, und wir. Und heute sag ich dir noch alles, dass du das weißt. Kannst dir alles sagen, die Rolle als Bauer hast du ausgespielt. Na, Gott sei Dank. Warte, das ist jetzt. Nicht der Rahmen oder her? Ach, ich denke, ich hab gesehen, wie mein Katerl fort ist und die anderen sind im Stall, gell? Woher weißt denn du das? Ja, Vater ist Tag und Nacht auf seinem Posten. So ist es. Ja. Mag man von der Vergangenheit nichts mehr wissen. Du kennst doch die Weiber. Ja, und wie ihre, die Kinder. Ja, ich nimm's auch nicht für übel, gell? Ja, aber sauber hast du rausgewachsen, kann man sich sagen. Sag er doch, schaut er doch runtergerissen, gell? Ja. Hilf du in deiner Jugend? Tatsächlich, da schon mal her. Schon. Ja, da schon her. Das gleicht ja bis aufs Haar. Ja. Ja. Wie man Toni schon gesagt hat, um was geht der, kennt sich schon. Ja, ich weiß Bescheid. Ja. Das ist eine Mordsviecherei. Mhm. Und ich bin auch dabei. Und mich würde es freuen, wenn ich das fertig breche, deine Frau zu kurieren. Schön. Du weißt also, was du zu tun hast. Ja, alle Vater. Ich werde dich würdig vertreten. Ja, Moment. Aber nicht bei meiner Katze, geht es bitte mal aus. Vater, wo denkst du denn hin? Ja, ihr seid junge Leute, ihr Temperament, du ein junges Blut. Also, wenn du das von mir glaubst, dann haben wir ausgeredet. Dann lassen wir es lieber bleiben. Was hat er denn den Floh ins Ohr gesetzt? Wir sind alles nur Menschen, Limon, gell? Na,
Natürlich sind wir keine Affen. Ja, ja. Komm, sind wir hier. Deshalb bleibt halt da, Herrschaft. Man wird doch noch drüber reden dürfen, oder? Kann es sein, ich tue euch vielleicht Unrecht. Ne? Na gut, wenn du so redest, ist was anderes. Ja. Aber du, Vater, es muss ja alles seine Richtigkeit haben. Deine Frau wird doch was merken wollen von der Verjüngungskur. Wo? Moment, warte, wie denn? Du fragst vielleicht spaßig. Ich meine, wenn es auf Nacht Zeit ist, zum ins Bett gehen, was machen wir da? Ha, haben wir schon! Ins Bett gehen, hin, ins Bett geht schon los, ne? Das heißt, hier zwei Rimpfiger. Was denn? Du darfst natürlich keine Nacht daheim bleiben. Ja, das ist doch gerade die Kur. Du musst zum Kartenspielen gehen, zum Kammerfenster, in die Wirtschaft und zum Tanzen, das Gefetzen fliegen. Aber nicht daheim bleiben. Ja, und die Kathi lass der Lohr daheim. Ja, ganz genau so muss ich machen. Keine Nacht daheim bleiben, gell? Nichts leichter wird das, gell? Ja, also gut, dann gehst du wieder heim und ich hol dich dann, wenn ich dich Halt. Vater, ja? Wie ist denn das mit den 100 Ja, das kriegst du. Simmer, lass mich nicht zu lang warten, gell? Ja, mein Lieber, das wäre der Limbe im Himmel. Juhu! Geklappt. Jetzt müssen wir es bloß noch der Kathi beitragen. Ja, ich hab's ja nicht. Nee? Nein, ich rede vielleicht einen rechten Schmarrn daher. Ne? Naja, mir war's lieber, wenn es du hier sagen darfst. Ja, ich kann auch nicht so lernen, weißt du? Du meinst, ich kann besser lernen. Auf alle Fälle. Ja, meinetwegen, so ist ja halt. Die Sache muss nicht ganz fein eingefädelt werden, damit es nichts merkt. Du bist doch der Fädler. Ja, so, jetzt machen wir wieder beim Beten. Ja, Bauer, schau, dass du nicht dabei warst in der Kirche. Mein, der Pfarrer hat schon predigt. Ja. Aha, hat er gepredigt, dass die Weiber, die ihre Männer so zitieren, im Fegfeuer braten müssen. Ha? Nein, das hat er nicht gepredigt. Nein. Er hat von der Ehe gepredigt. Da kann er gar nicht mitreden, weil er nicht verheiratet ist. Ja, und dann hat er gesagt, dass die Mannsbilder heutzutage nur noch... Jetzt hast du den alten Jakob wieder, gell? Gott sei Dank. Die Verjüngungskur war die größte Dummheit, die wir mir zwar gemacht haben. Meinst du? Wir fangen jetzt ein neues Leben an. Gut. Und jeden Wunsch, den ich dir von den Augen ablesen konnte, ist, wo ich da... Ja, dann fang gleich das Lesen an. Ja. 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 Ich glaub, du magst jetzt einen Kaffee. Was, einen Kaffee? Ja. 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 Aber nur, wenn du einen willst. Nein, Jakob, wenn's du willst. Ja, wenn's du willst. Na, wenn's du willst. Na, wenn's du willst, willst Na. Vielleicht fragt doch mal jemand, was ich will. Was willst du denn? Vielleicht auch einen Kaffee. Gut, dann kommt zur Küche aus. Ja. Ich mach gleich einen. Ist gut. Mein Jakob. Ja, mein Jakob. Ja, viel. Wo ist denn der Toni? Er schafft einen Heimweg. Dann geh weiter, komm, geh mal Kaffee. Das ist nur mein Der Jakob. Der Jakob ist da. Gott sei Dank ist mein Schwager wieder so, wie er war. Aber schöner war er schon, wie er jung war. Genau so einer müsste heute einmal kommen. Zilli! Jesus Maria! Nicht so laut, es darf keiner wissen, dass ich da bin. Ja, aber ich hab noch mal her müssen. Ich hab nicht vorgekommen, ohne dass ich mit dir noch mal rede. Aber wie ist man denn? Ich mein, da steht der Jakob als ein Junger und da draußen ist der Jakob als ein Alter. Schau, ich hab die Rollen bloß gespielt vom Jakob. Dass deine Schwester die Kathi glauben soll, der Jakob ist wieder jung geworden. Ja, ich bin ja ganz durcheinander, aber sag mal, wer bist denn dann du? Ich bin der Toni, ein Zimmerlzeit aufgehend. Und wie ich dich vor drei Tagen das erste Mal gesehen habe, war ich gleich narrisch verliebt in dich. So schnell geht es bei dir? Ja. Und wie ich gemerkt habe, dass ich dir nicht ganz gleichgültig bin, da habe ich gewusst, dass ich zu dir gehöre. Ich glaube, ich muss mich erst erfangen. Ja, da helfe ich dir dabei. Ist schon gut, Jakob, ich komm gleich, gell? Zilli? Zilli? Aber der Jakob ist doch da. Ja. Wer bist denn du? Ich bin der Toni, ein Zimmerlzeit aufkind. Ja, Bayerin. Wir haben da eine kleine Komödie vorgespielt, damit du und dein Mo und dein Mo und du und da dabei haben wir in die Zilli verliebt. Ja, habe ich dir. So ein schöner Schwindel. Aber Toni, darfst du es nicht nachtragen? Nein, mach ich nicht. Mein Lieber, du hast aber deine Rolle nicht schlecht gespielt, das muss ich schon sagen.
Ja, dann hast ja du da. Was hast du denn? Du gehst jetzt zu. Dass ich dir ganz was wichtig sag. Ich will aber von dir nichts wissen. Wenn du hörst, was ich da zum Song hab, dann denkst du anders über die Geschichte. Das glaube ich kaum. Zilli, ich bin nicht der, für den du mich hältst. Was? Du, nach dem, was ich von dir höre und sehe, da glaube ich heute dich schon für den Richtigen. Na, das ist ganz anders, wie du denkst. Aber ich kann jetzt nicht so reden, wie ich möchte. Das darf dir ja nichts nützen. Du, Zilli, weißt was? Du kommst heute Nacht hinters Haus und dann erkläre ich dir die ganze Geschichte. Na, da, schau her. Ja, da bestell dir nur andere hin. Mich kriegst du nicht drauf. Und jetzt muss ich in die Küche raus. Der Zenzi-Helfer. Zilli, begreif doch, dass ich sakrisch verliebt bin in dich. So, jetzt muss ich ja doch wohl oder übel zum Fahren über. Das fürchte, wird man dir auch kein Rat wissen. Mein Gott. So, jetzt bin ich da. Fertig, du hast mich Ruhe verlassen. Ja, ich hab dich Ruhe verlassen. Ja, was ist? Mein Lieber, mit der Verjüngung, da hast du was Sauberes angestellt. Ich? Ja, du. Ah, jetzt war auf einmal ich schuld. Das bist du. Dir ist der ganze Blödsinn eingefallen. Ja, aber du warst einverstanden, nicht? Du hast dich sogar närrisch gefreut, wie er so als Junge da gestanden ist. Ja, freilich. Einen sauberen Lumpen habt ihr gemacht aus meinem Jakob. Du und der damische Doktor da in der Stadt drin. Aber das sag ich dir, den will ich erwischt, mein lieber Schwan. Den tät ich auf Schadenersatz verklagen. Dich werde ich verklagen. Mich? Jawohl. Jetzt bin ich schuld. Ja, sag's ja. Undank ist der Welt, aller Last der Anfang. Es war ich schuld, weil dein Alter über die Stränge hat. Du bist auch schuld, weil dir das alles eingefallen ist. Ich sag dir bloß das eine. Du wirst am Jakob jetzt sauber ins Gewissen reden. Du bist schließlich sein bester Spezi. Ich? Meinst du, dass auf mich mehr hört als wie auf dich? Wie du das machst, das ist doch mir sowas von Wurscht. Du kannst doch gerade so gut von mir verlangen, nicht? Also, dass ich ihn wieder alt mach. Nein. Mein Gott. Wenn ich nur meinen guten, meinen lieben alten Jakob wieder haben kann. Nichts wäre mir lieber wie das. Simon, ich sag dir das eine, gib mir meinen Jakob wieder zurück. Du sollst mir meinen Jakob wieder geben. Beißelt bitte rum, es wäre Medizinflaschen. Von gebraucht schütteln. Weißt du schon gar nicht mehr, was ich tue? Hab ich da also richtig gehört, dass du deinen alten Jakob wieder möchtest? Wirst du noch gerade so fragen kannst. Nichts war mir lieber auf der Welt wie mein lieber alter Jakob. Jetzt geh ich zum Pfarrer, aber. Dass ich keinen hab, oder? Ja, sauber. Das müssen ja schöne Rindviecher sein, die Burschen da im Ort. Ja, aber da bist du schon ein bisschen spät dran, Jakob. Meinst, ja. Sag mal, kannst du mich da ein bisschen gern haben? Also die Frage ist doch wohl überflüssig. Hm? Du bist der Mann von meiner Schwester. Ja, pass auf. Ich meine, wenn ich nicht verheiratet wäre und nicht der Jakob Hirnmoser wäre. Also das hat doch gar keinen Zweck, darüber zu reden. Ich meine doch bloß, wenn es so wäre. Wenn? Mhm. Na ja. Dann kannst du mir eigentlich schon gefallen. Ja, das freut mich aber narrisch. Was fällt dir denn ein? Lass mich sofort aus. Du, wenn du nicht auslässt, dann schrei. Dann muss ich den Mund zupappen. Da, das hast du jetzt von deinen Dummheiten. Na freilich, du wirst ihm schon Anlass dazu geben haben. Nein, das hab ich nicht. Hey, Kathi, was regst du denn so auf? Da ist doch nichts dabei, wenn ich meiner Schwägerin einmal ein Busserl gebe. Ich bleib keine Stunden mehr auf dem Hof da. Ja, das musst du merken, solche Sachen leide ich nicht. Und wenn es auch nur Spaß war. Mein Gott, na, du tust ja gerade so, wie wenn ich eine Todsünde begangen hätte. Na, es könnte aber leicht eine werden. Geh Blödsinn. Also ich weiß nicht, du bist wie ausgewechselt. Ja, das kann leicht sein. Aber schau, man ist halt bloß einmal jung. Ja, du bist es aber schon zum zweiten Mal. Hm. Ich glaube, du möchtest nachholen, was du beim ersten Mal versäumt hast, oder? Bayerin, komm schnell in den Stall mit der Kuh, stimmt was nicht? Herrschaftszeiten, kannst denn du nix allein machen, glaubst du? Ach so, sag mal, Teufel. Auf was hab ich mich denn da einlassen? Ja. Herein! Grüß dich, Jakob. Grüß dich, Gottmoni. Ja, sag mal, was führt denn dich noch zu uns daher?
Du, ich hab vorhin vergessen, deine Frau soll mir 100 Eier überschicken, ich brauch's im Geschäft. Ja, ich werde sie ja dann ausrichten, gell? Ja. Du, Jakob, wann kommst du einmal wieder rüber zu mir in den Laden? Dann kann man unsere alten Erinnerungen mal auffrischen. Moni, du bist gut. Und dein Mo? Mein Mo? Ja. Ja, der hat sicher nichts dagegen, wenn du kommst und was kaufst. Ach so, ja, dann komm ich morgen gleich rüber und hol mir ein paar gute Ziegern, gell? Ja, aber gewiss, gell? Alle komm ich. Du, Jakob, kannst du nicht so gut puzzeln wie damals? Moni, wirst du noch sowas fragen kannst? Sowas verlernt man nicht. Also, das musst du mir zuerst beweisen. Ja, nichts leichter wie das, gell? Ja? Aber mich nicht. Das geht wie geschmiert. Ja, was ist denn schon dabei? Na, ein Puzzle in Ehren kann niemand verwenden.